Müssen Staubsaugen. Gut. Aua. Controller ist runtergefallen. Holst du dir eigentlich dieses Alex-Spiel von Half-Life? Nein, das VR-Spiel nicht. Das wird voll geil. Das wird voll geil, Mann. Ja, wenn es bei dir geil aussieht, dann hol ich es mir. Also ich werde es auf jeden Fall spielen und streamen. Mach das. Ich muss mir gerade deinen Chat öffnen. Ich mache ohne laut vorlesen, das machst du dann einfach, okay? Ja, kann ich machen. Krieg ich hin. Ich habe jetzt einfach hier mein Dokument. Ah, ich muss mal gucken, ich mache das hier auf dem zweiten Bildschirm. Oh, es lohnt sich, den zweiten Bildschirm zu haben. So, hier. Ich weiß nicht, wie laut du bist. Müsstest du, glaube ich, wenn dann im Stream nachgucken. Gut, also hast du keine Ahnung, wie laut ich bin. Bin ich überhaupt live? Du bist gerade live, ja. Ich sehe das nirgends. Gut. Ich habe auch keine Twitch-Seite offen, sehe ich gerade. Sehr gut. Test. Red mal. Ich rede. Rede du mal. Ich möchte dir den Ton hören, aber jetzt, wenn du reinredest, dann ich dich nicht hören kann. Ach so. Ja, moin. Aber ich glaube, der Ton ist gut. Okay. Dann fast es. Ich streame jetzt, glaube ich, auf Twitch, ne? Du streamst auf Twitch. So, meine Haare einigermaßen in Ordnung? Ich glaube nicht. Oh, ich habe jetzt die Benachrichtigung bekommen, dass du live bist. Cool. Ja, man bekommt die immer eine Minute später. Gut. Und Bot hat auch schon rausgehauen. Was hat Water? Nee, der Bot hat rausgehauen. Ach so. Gut, also, this is a local multiplayer game for two or more player. Ich sitze gerade neben dir so. You are the bomb diffuser. Your goal is to defuse a bomb. With the help of your friends. Your friends are the experts who guide you by using the bomb. Also du liest die Benutzungsanleitung, ich entschärfe die Bombe. Richtig. Die Experten können diffuse bomb diffuse manual on the computer screen bombmanual.com. Doch, bin ich ja. So, ist jemand im Chat? Nein. Gut. Next. Da müssen wir das alles nochmal erklären, wenn jemand kommt. This game requires Bomb Diffusal Manual Version 1 zu spielen. Ja, da gebe ich den Code. Der Code ist 241. 241. 241. Gibt es verschiedene Codes? Lass mal die Sprache auf Englisch einstellen. Gut. Gut, ja, mach gleich auf Koreanisch, was da steht. Ja, die Sprache gut. Die Sprache brauchst du wahrscheinlich gar nicht so sehr. Was war das? 241? 241, ja. Das ist meine Bankkonto-ID-Kartennummer. Gut, ich sitze hier in einem Raum. Auf dem Boden liegt ein Papierkorb umgeworfen mit Papier. Hinter mir ist eine Wand. Control, Interact und Grab. Ja, Grab brauchst du auf jeden Fall und Interact. Grab. Das ist wichtig. Mehr gibt's auch gar nicht an Tasten. Ja. So, vor mir ist ein Aktenordner. Huch. Ich würde sagen, ich leg direkt los, ne? Ja. Da musst du nämlich dieses Bomben-Dings öffnen. Okay, also du guckst noch zu sozusagen. Ja, ja, jetzt kann ich wegklicken. So, ich klicke jetzt weg. Ich bin jetzt im Dings, im PDF-Dateien. Ich kann aber nicht hier. Vor mir ist. Was ist vor dir? Vor mir ist mein Mikro, ich kann da nicht rauffassen. Gut. Kann ich irgendwie die Kamera wechseln? Oder neu justieren? Gerade. Also du hättest es gerade holen können. Nee, das Problem ist, wenn ich jetzt. Ich möchte nach vorne rücken. Ich möchte nach vorne. Wie kann ich denn das einstellen? Ich will das neu justieren. Kann man das nicht irgendwie. Ah, hier, Standardansicht. Leg Richtungen ab, zurückziehen. So, jetzt. Gut. Das wusste ich gar nicht, dass das geht. So, ich guck mal jetzt kurz, wie sieht's im Stream aus. Ich glaube, ich werde mich im Stream mal nach ganz links oder so schieben, ne? Ja, du brauchst, also unten rechts und unten links brauchst du brauch, also ist alles unwichtig. Aber unten links ganz. Jetzt bräuchtest du noch meine Cam, die könntest du dann unten rechts machen. Ja, ich bräuchte eine Facecam von dir oder sowas. Ja, das wäre lustig, ja. So, und jetzt kann ich hier, jetzt habe ich hier Freiraum auf dem Tisch. Das gut. Ist super. Sieht man mich auch einigermaßen? Ich glaube schon. Ah, wenn man meinen Arsch sieht oder so, sagt Bescheid, oh, ne? Oh, Fabian auf die
Stufe 1, 3 abonniert. Oh, Fabi, vielen lieben Dank. Ich weiß gar nicht, ob und das jetzt ein automatisch... Ich habe ein Emoji von ihm bekommen. Und Lesu ist auch da. Hallo, Lesu. Hallo, Lesu. Ich hört man mich eigentlich? Hört man mich noch? Auf Stufe 3 sind das nicht 25 Euro? Hört man mich noch? Weiß ich gar nicht. Stufe 3? Was? Okay, also Leute, nochmal zur Erklärung. Ich habe hier eine, ich werde jetzt gleich eine Bombe entschärfen. Und der Experte des Toda, er wird die Bombe nicht sehen. Er wird nur die Gebrauchsanweisung in der Hand haben. Und ich muss ihn erklären, was ich sehe. Also, Game Overview and Roles. Okay. Jetzt, ich glaube, die erste Bombe, ich weiß nicht, ist es eine Tutorial-Bombe oder kann ich da auch schon helfen? Ich verstehe nicht. Du musst die First Bomb, den ersten Auftrag auswählen. Mit Interact. Genau. Jetzt gehe ich weg. Gut, also erste Bombe, ich guck mal. Also ich habe jetzt hier Ja. Es ist 21.59 Uhr. Echt? Ja. Steht da auf der Uhr. Wir haben 5 Minuten, die Zeit läuft. Ach du Scheiße! Ja, sag mir, was ist das? Ich sehe einen Koffer! Gut. Was soll ich sehen? Ich sehe hier Draht. Schwarz, ja, weiß. Du musst mir sagen, was sind da für Module? Du musst mir sagen, was da zu sehen ist. Also ich sehe links so zwei orange Teile. Oben sehe ich einen Abortknopf. Rechts ja, ist die Zeit. Dann fangen wir mit dem Abort an, okay? Okay, das ist so. Welche Farbe hat der Knopf? Blau. Scheiße. Du hast noch 4 Minuten 30. Ich habe hier unten rechts noch so 4 Knöpfe. Da ist oben rechts ein Stern. Unten rechts so eine Art A. Dann oben links so ein Gamma. Und unten links ist es eine Nase. Gut, dann machen wir. Dann nochmal, was hast du? Oben rechts ein Stern. Stern, ja, habe ich. Unten rechts ist es so ein O mit einem Kreis dran. Warte, Stern ist ausgefüllt oder leer? Leer. Okay. Was war nochmal? Was für ein Null mit einem Kreis dran? Unten rechts ist eine Null mit einem Kreis. Wir haben noch 4 Minuten, kein Druck. Eine Null mit einem Kreis, Null mit einem Kreis. Die Bombe explodiert gleich. Ich sehe keine Null mit Kreis. Kannst du es besser beschreiben? Ich sehe keine Null. Fangen wir mit dem Draht an. Oben ist ein schwarzer Draht, dann weiß, rot, blau und nochmal schwarz. Und in der. Warte. Ganz oben. Wie viele Kabel sind das? 5 Kabel. Ja. Und 6 Steckplätze. Ist der letzte, also von oben aus, ist der letzte Kabel schwarz? Ganz unten ist schwarz und ganz oben ist schwarz. Und jetzt guck mal auf die Seriennummer. Ist die Seriennummer, die letzte Nummer ist ungerade. Die siehst du irgendwo am Rand, wenn du die Bombe drehst. Was für eine Seriennummer? Da müsste eine Nummer sein, wenn du die Bombe so ein bisschen Seriennummer, die ist G3 hinten, ja. 3 ist, also dann musst du das vierte Kabel durchtrennen. Von oben oder was? Ja, das blaue. Das blaue. Müsste blau sein. Wie trenne ich das um? Mit Interact, also ich weiß nicht welche. Ich hab's durchgetrennt, es ist grün. War perfekt, ja, wir haben okay, jetzt noch drei, sie haben noch 2 Rätsel. Oben haben wir noch einen blauen Abort-Knopf, was muss ich da tun? Warte, ich muss schauen. Abort. If the button is blue and says abort, hold the button and refer to releasing a health button. Was? Was? Warte, ich muss mir Google übersetzen. Soll ich raufdrücken? Ich kann doch einfach raufdrücken. Nein, warte, stopp. Noch 2 Minuten. Kannst drück mal rauf und halt ihn mal. Also gedrückt halten. Ja, wie lange? Zeigt ihn was an. Da leuchtet irgendwas weiß jetzt. Loslassen, wenn der Countdown eine 1 in irgendeiner Position hat. Der Countdown und der Timer. Ja, perfekt, haben geschafft. Okay, jetzt haben wir unten, was brauchst du noch? Unten rechts noch das Rätsel mit diesen 4 Symbolen. Angefangen mit so einem Gamma, glaube ich. Dann ein leeres... Gamma habe ich hier nicht. Ich habe hier kein Gamma. Oder Epsilon, keine Ahnung, Mann. Okay, gut. Ich habe einen Blackout. Oben rechts ist auf jeden Fall ein Stern, nicht ausgefülltes. Ja, okay, einen Stern habe ich, ja. Was gibt's noch? Es muss noch 3 andere geben. Ah, die Musik wird immer lauter. 1 Minute 30 noch. Ganz unten links ist so eine Art W, sieht aus wie eine Nase. ich habe hier den Mund. Ah, ich habe die Nase, ja. Nase habe ich. Ja, und unten rechts ist ein Kreis mit noch einem Kreis. Also es sieht aus wie ein Ad-Zeichen, so eine Art.
Naja, nee, eigentlich nicht. Ja, okay, hab ich. Und die Nase? Was? Die Nase? Ja. Dann das Alpha? Ja. Dann das CO? Und dann den Stern. Was mit Alpha? Das A, oder was ist das? Nee, A war falsch. Scheiße, was? Also die Nase, dann dieses A, jetzt der Stern? Nee, warte, nee, stopp. Ich hab's. Nase? Okay, ich hab's. Welche Reihenfolge war das? Gut. Die Nase, das Stern, die Nase, das A-Zeichen, dann das Gamma und dann der Stern. Das Gamma? Oh Gott. Also, die Nase, was war denn der? Ich möchte mal nur mich nur anschauen. Und immer, wenn ich was falsch gemacht habe, ist irgendwie die Zeit runtergegangen oder so, ne? Ich weiß nicht, da kriegst du, glaube ich, ein 2. Nochmal eine Frage. Die Nase war zuerst, was kam danach? Das unten rechts, dieses O. Das CO? Ja. Und dann kam das Alpha, oder dieses Gamma, meine ich? Gamma, ja, und dann kam der Stern. Stern. Weil die Tabelle ist hier übelst komisch. Ich habe 3 Strikes bekommen, ja. Ich habe 3-mal mich vertippt, aber wir haben es trotzdem geschafft. Sehr gut. Oh Gott. Ich hatte noch 50 Sekunden. Ey, das war das leichte Level, ne? Ja. Das Ding ist, die Tabelle ist hier so richtig komisch. Da sind alle Symbole und ich muss irgendwie die Reihenfolge rausfinden. Hey, was ist denn das hier? Free to play? Free play, da kannst du, glaube ich, einfach random Level spielen oder so. Und ja, mach mal Kampagne weiter. Ja, ich muss erstmal press the 4 buttons in the order that symbols appear from bottom to bottom. Problem ist, ich starte einfach direkt. Wir starten schon, ja, chill. Stopp. Nee, ich warte. Ah, okay, ich verstehe. Okay, ich habe verstanden, was ich falsch gemacht habe. Okay, ich habe jetzt richtig. Ich weiß, warum du eben Strikes bekommen hast. Also, ich wäre jetzt bereit. Aber das war lustig. Aber ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Was denn? Ich hatte nämlich die verschiedenen. Ich habe hier 6 Säulen mit ganz vielen Symbolen. Und ich hatte eben so verschiedene Säulen benutzt, aber es war alles in einer Säule drin. In der Reihenfolge, wie es richtig war. Eben. Ich hatte das nicht gesehen. Das ist dann noch so. Es gibt nämlich diese Zeichen gibt es öfters. Die sind doppelt. Das ist mega komisch. Ist im Chat irgendwas los? Nee, ne? Ja, Leso fragt, ob du Männer besucht hast oder warum hast du Hosen an? Ich habe Hosen an, damit ihr mich nicht ohne Hose seht. Und Fabi, Leso fragt Fabi, wie es ihm geht. Er schreibt gut und dir. 5 Minuten, 3 Module, 3 Strikes. Also 3 Strikes hast du Game Over dann. Wie viel war das denn? Eben. Auf. Ah, das war gerade auch 3 Strikes. Ich hatte gerade so Glück gehabt. Wow, krass. Ist es immer die gleiche Bombe, wenn ich jetzt die gleiche mache? Nein, aber die Seriennummer kann manchmal echt wichtig sein. Also, 5 Minuten, es geht los. Welcher? Was gibt's? Ich hab unten links wieder das mit den Schnüren. Okay, dann fangen wir mit den Schnüren. Die Position ist egal, jetzt sag mir. Wie viele Schnür? 6. 6. Gibt es ein gelbes Kabel? Ja. Gibt es genau ein gelbes Kabel? Ja. Und mehr als ein weißes? Nur ein weißes. Gibt es keinen roten? Ja. Dann das letzte Kabel, das unterste. Ja. Okay, weiter. So, ich habe in der Mitte so eine Art Windows-Zeichen. Was hast du, wie sieht das aus? Links ist rot, rechts ist gelb, unten ist grün und oben ist blau und blau blinkt. Achso, das ist dann, warte mal. You flash. Was ist denn Vowel? Warte, ich muss kurz gucken, was Vowel ist. Also irgendwas in der Seriennummer. Warte, ich hab's gefunden. Hat die Seriennummer ein Vokal? Also A, E, I, O, U. B, B, 4, I, L, 0. Also keine, gut. Doch, I ist ein Vokal. Okay, I, okay. Welches Ding leuchtet? Blau. Dann drück rot. Ich soll rot drücken. Rot. Ja? Was leuchtet jetzt? Jetzt leuchtet blau und gelb. Dann drück grün. Nein, okay, ging dann, nicht! Dann du musst rot und dann grün, weil du nur meine Reihenfolge verstehst. Nein, ging nicht! Zweiter Strike! Du hast schon 2? Ja! Was leuchtet denn jetzt? Blau und gelb leuchtet und ich habe grün gedrückt, ging nicht und rot ging nicht auch nicht. Wie viele Strikes hast du? 2. Gut, dann drückst du jetzt rot-blau. Ich drück jetzt blau, weil rot habe ich gerade gedrückt und es ging nicht. Nein, rot. Ich bin tot.
Du hast nicht rot-blau gedrückt, du hast jetzt blau gedrückt. Aber ich habe rot gedrückt und da war auch ein Strike. Nee, du musstest erst rot drücken. Hab ich gemacht, da war Strike. Ich versuch's nochmal. Ja, weil die sich pro Strike auch ändern. Hier habe ich eine Tabelle. Simon Says. Oh, es ist wirklich eine komplett andere Bombe. So, dann fang wieder an. Ach du Scheiße. Okay, rechts ist ein blauer Knopf wieder. Ja, was sagt er? Abort. Halt ihn wieder. Halt ihn gedrückt. Und wann lasse ich ihn los? Was ist es da für eine blau, Farbe? Blau. Blau. Loslassen, wenn 4 in irgendeiner Position beim Countdown. Okay, perfekt. Hab's. Okay, weiter. Nächstes. Ach du Scheiße. Oben links sind irgendwie 3 Zahlen. Und ganz oben ist eine Zahl auf so einem Display. Also 4 Knöpfe und eine Zahl, sagt er? Ja. Okay, was sagt das Display da jetzt mal? Auf dem Display steht eine 1. Dann. Warte mal, das ist. Und da steht 3, 2, 4, 1 steht da oben. Okay, okay. Dann drück den Knopf in der zweiten Position von links aus gesehen. Ja? Was steht da jetzt? Jetzt steht eine 2 oben. Dann nochmal in der zweiten Position. Ja? Was steht jetzt? Eine 4? 4? Die vierte Position. Nein, 4 drücken. Die Zahl 4. Okay. Was jetzt? Eine 3? Jetzt nochmal die zweite Position. 3 jetzt? Minuten 30. 3 ja. Steht da. Jetzt nochmal die zweite Position. Nein! Was? Jetzt steht da eine 2. Nein, wir müssen nochmal ganz neu anfangen. Zweite Position, wenn 2. Ja? Was steht jetzt da? 1. 4. 4 drücken. Nicht vierte Position, 4. Zahl 4. Ja? Was jetzt? 3. In der dritten Position von links aus gesehen. 2. In der ersten Position, also ganz links. Oh, letzte Zahl jetzt wieder. 1. Zweite Position. Nein! Du verarschst mich! Hä, das steht so hier. Ich sag dir, das steht hier. Es steht da eine 1. Das steht hier. Zweite Position wieder. Das steht hier aber so. Hä? Da steht, drücke denselben Button, wie du es in der zweiten, also beim zweiten Mal gemacht hast zum Beispiel. 3. Eine 3, die erste Position, also ganz links. Was jetzt? 3. Dritte Position. Ja. 1. Was hatten wir beim ersten Mal? Das hatten wir. Was war die erste Zahl? Weißt du das noch? Erste Position, oder? Nee, kann nicht sein. Zweite, dritte oder vierte, was war das? Dann war es die zwei. Das war die dritte. Ich bin tot! Gut, du hast die dritte. Gut, du hast mich einfach zum zweiten Mal getötet. Ich hatte ihn nicht getötet, weil letztes Mal hast du getötet. Toller Experte. Hey, das Ding ist, soll ich das lesen, was davor steht? Da steht, drücke dieselbe Nummer, denselben Knopf, den du beim zweiten Mal gedrückt hast, oder beim vierten Mal. Ja, aber mit Knopf meinen die wahrscheinlich die Zahl, oder? Nein, da steht. Button. Es gibt einmal Button. Okay. Okay, es geht weiter. Du hast nur noch 4 Minuten 50. Ich habe einen blauen Knopf, da steht Detonate drauf. Detonate, warte. Oder will ich einfach nur umgehen? Genau, Fabi. Soll ich ihn drücken? Detonate, warte. Auf keinen Fall drücken. Gibt es mehr als eine Batterie an der Bombe? Alter. Es gibt eine Großbatterie und 2 kleine. Gut, es gibt mehr. Scheiße. Oh Gott, hier sind übelst. Oh Gott. Ist der Button bloß. Wahrscheinlich auch Detonate und Blau. Was? Ja. Was? Einmal drücken und sofort wieder loslassen. Oh, Glück gehabt. Ich lebe noch. Okay. 4 Minuten noch. Ja, so, ich hab links Kabel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Gibt es ein gelbes Kabel? Nein,
alle weiß, außer eins ist blau und eins ist schwarz. Ist die letzte Nummer der Serien, also die letzte Nummer der Seriennummer ungerade? Ja. Dann das dritte Kabel von oben. Von oben? Von oben. Oh, perfekt. Was jetzt? Ach du Scheiße, was ist das denn? Ich habe hier so ganz viele Vierecke. Oben links ist ein grüner Kreis. In der Mitte links ist ein grüner Kreis und unten links ist ein rotes Dreieck, was sich dreht. Was ist. Was hast du? Ja. Und ich habe so ein Steuerkreuz quasi. Oh, das ist ein Labyrinth. Oh Gott. Warte, gibt's irgendwas, was leuchtet oder sowas? Ja, da leuchtet was weiß. Was etwas weiß? Was gibt's noch? Was gibt's noch? Zwei grüne Kreise und ein Dreieck, ein blau-rotes. Ich muss das Weiße zu dem Roten. Mit dem Arrow-Buttons. Warte, wo ist dein Weißer? Wo ist dein Weißer? Der ist oben links, eins runter und eins nach rechts. Also da. Und wo sind die zwei, Kreise? Wo diesen ganz durch... oben links erster. Ja. Und links von unten der dritte. Okay, ich hab's. Und dein Weißer ist hier. Wo ist dein Dings? Wo ist dein rotes Ding? Ganz unten links. Dann geh ganz nach oben, also einmal geradeaus nach oben. Bis du an der Ecke bist. Was soll ich tun? Ganz um links in die Ecke, geradeaus nach oben. Ich bin jetzt ganz oben. Ja. Und jetzt geh ich nach links. Nee, wenn du mit dem roten Ding ganz oben links bist. Nein, ich beweg das weiße Teil. Ach so, dann musst du jetzt nach links. Links, nach links. Und dann ganz runter einfach. Und jetzt ganz runter. Ja, ganz runter, ganz einfach. Perfekt. Zwei Minuten hatten wir noch. Easy. Oh. Toda will dich umbringen. Ja, Mann. Toda, ey. Hört ihr Toda? Ich glaube, ich hoffe schon. Hört er mich auch gut? Ja, ich habe eben geschaut. Eigentlich sieht man überhaupt was? Seht ihr was? Ja, man sieht was. Ich schaue gerade ganz gut. Wir haben es geschafft, die dritte Bombe. Okay, ich schaue jetzt hier weg. Alle sind Alter, tot. Alter, dieses Touchpad, die hat mich gerade übelst verwirrt. Mich auch. Weil das Ding ist, ich sag dir einfach nichts, das ist geil. Das ist hier Area 51, alles geil. Ach du Scheiße, jetzt sind es 6 Module. In der gleichen Zeit. Fang mit einem an, egal wo, das ist mir egal. Sag einfach mal was. Es sind einfach doppelt so viele. Ja, sag was für ein Modul. Kabel. Alle sind weiß, außer eins ist schwarz und eins ist blau. Kabel. Wie viel Kabel? Alles. 6 Stück. Keine gelben Kabel? Nein. Seriennummer, letzte Nummer ist ungerade? Ist gerade. Okay. Es gibt exakt ein gelbes Kabel? Nein. Gibt es keine roten? Ja. Dann das letzte Kabel. Ja. Puh. Ja? Okay, auf der Rückseite sind noch ganz viele Module. Scheiße! Mach weiter, schnell. Ich dachte, ich bin fertig. Schnell, mach schnell, los. Ich hab einen weißen Abortknopf. Weißen Abortknopf. Warte. Abort. Oh Gott. Toda, 4 Minuten noch und wir haben noch 6. Was zum Ficken? Tut mir leid. Dann guck nach einem gelben Pressknopf. Oder beides. Ein gelben Press. Gelben Press. Dann erhalte den Knopf gedrückt. Ja. Und sag ihm, was da für eine Farbe ist. Gelb. Was? Gelb. Dann loslassen bei 5 in irgendeiner Position. Weiß nirgends, wo eine 5. Ja, warte, bis dann eine 5 kommt. Nein, hat nicht geklappt. Hä, das steht aber hier so. Du hast, wenn gelb kommt, dann... Gelber Pressknopf. Jetzt ist da rot gekommen. Bei rot, 1. In irgendeiner Position. Nein. Hä, das steht aber so. Ich kann dir nur sagen, was da steht. Das ist kaputt. Gut, das ist kaputt. Gibt's noch irgendwas anderes mit einem gelben Press? Gelben Press, warte. Blue, nein. Detonate, nein. The button is white, nein. Ja, hab ich auch, aber den gelben nochmal. Ja, da sagt, was ist ein Lit Indicator? Ich hab keine Ahnung, was ein Lit Indicator ist. Was ist das?
weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist der gelb. Ja, gelb. Gibt es mehr als zwei Batterien? Alter. Ja, es gibt ganz viele Batterien. Vier. Tut mir leid, aber das verwirrt mich gerade. Wenn du das sehen würdest, würdest du auch... Fünf oder was? Sag mir eine Zahl, schnell! Welche Zahl? Was für eine Zahl? Wann soll ich loslassen? Gelb, sagst du? Ja. Ja, fünf in irgendeiner Position. Das hatten wir doch schon. Ja, aber stehe ich hier so. Wenn du explodierst, kann ich nichts dafür, aber stehe ich hier so. Ich bin tot. Ich kann dir nur sagen, es steht hier so. Du hast irgendwas übersehen. Anscheinend. Aber was ist denn ein Lit Indicator? Die Anzeige leuchtet. Wenn die Anzeige leuchtet, und was ist denn Label? Meinen Sie damit die Seriennummer? Ich muss. Ja, nee, es gibt noch ein Label. Ja, das musst du mir auch sagen. Ey, Mann, es gibt immer ein Label. Ja, das weiß ich doch nicht. Ja, du hast mir nicht nach einem Label gefragt. Du kannst mir jetzt nicht böse sein. Das ist wirklich kompliziert für 55-Jährigen. So. Tut mir leid, aber. Let's go! Es geht los! Ach ja, du Scheiße! Gib mir Zeug. Ein gelber Abort-Knopf. Ein Knopf, schon wieder nicht die Knöpfe. Gelb Abort. Ich hab zwei Batterien. Oh nein, die Bombe ist... Scheiße! Was machst du? Die Bombe ist vom Tisch gefallen, ich komm da nicht ran. Okay, sie ist gespawnt. Okay. Ich hab sie einfach weggeschmissen. Warte. Gibt es mehr als zwei Batterien? Nö, es gibt genau zwei. Okay, dann kann ich das... Der Button ist gelb, ne? Ja. Dann halte den Button gedrückt. Ja. Was zeigt er an? Weiß. Release the counter in has one in any position. Bei 1, das steht hier so. Okay, fertig, hab's. Ey, tut mir leid, jetzt hat's geklappt. Blauer Detonate-Knopf. Detonate. Gibt es mehr als eine Batterie? Ja, nein, zwei. Ja, doch, ja, zwei. Dann sofort drücken und sofort wieder loslassen. Okay, perfekt. Sechs Kabel. Drei sind schwarz, zwei sind weiß, eins ist rot. Gibt es kein gelbes? Nein. Gibt es kein rotes? Ein rotes. Dann das vierte Kabel. Vielleicht ist es auch orange. Viertes Kabel. Vier von oben oder unten? Oben, immer oben. Nein! Sechs Kabel. Es gibt keine gelben. Es gibt keine gelben und es gibt mehr als weiß. Es gibt keine roten. Es gibt einen roten. Is there no red? Cut the last. Es ist ein roter da. Dann stehe ich hier, otherwise cut the viertes Kabel. Das vierte ist... Hä? Warte mal. Vielleicht ist es auch nicht rot. Doch, ist es rot. was ist es denn? Ist es rot? Es ist rot, noch 3 Minuten, Toda! Also, welche Farben hast du? Das vierte von oben hast du gesagt. Ja. Nö. Aber das ist anscheinend... Ey, du killst mich. Mach was! Die Zeit läuft! Du kannst ja gerne raten, aber... Ein rotes, zwei schwarze, zwei weiße und das andere schwarze ist schon durch. Tut mir leid, aber hier steht jedes Kabel drin. Ist die Anleitung gefallen. Ich brauche eine neue. Ah, okay, ich habe das dritte gemacht. Also das vierte von unten. Hä? Okay, gut. Oder halte ich die Bombe falsch rum? Ich glaube, du hältst die Bombe falsch rum. Nein. So, ich habe hier noch eins. Zwei rot, ein weißes, ein gelbes, ein blaues, ein schwarzes, sechs Stück. Sechs Stück. Gibt es ein gelbes Kabel? Ja. Ist die letzte Teil der Seriennummer ungerade? Alter. 9, ja. Das dritte Kabel. Von oben oder von unten? Ich denke von oben. Nein! Dann von unten. Ja! Du hältst die Anleitung falsch rum! Die Anleitung ist falsch rum. Gibt's noch was? Ja, ganz viele Symbole. Ja, dann hau mal raus. Oben rechts ist ein ausgemalter Stern. Ja. Oben links ist ein spiegelverkehrtes P. Was? P? Spiegelverkehrtes P. Ja. Unten links ist eine Art B. B. Und unten rechts ist eine Art W. Das W drückt zu sehr.
Ja? Dann ist G. Ja? Dann das spiegelverkehrte P und dann ist ja. Perfekt. Jetzt weiter. Scheiße! Wir haben noch 10 Sekunden! Ich hab noch so ein Rätsel mit einem AE, mit einer 6, mit einem W und mit einem H. 6 AE. Junge! Ich hab mich beeilt, weil du das sagst 10 Sekunden, ich hab schnell geschaut. Tut mir leid. 6 AE. Es tut mir leid, Brody. Scheiße, Mann. Ey, ich kann nicht mehr. Hallo, Gobby. Herzlich willkommen, Gobby. So, okay, mach weiter, let's go. Alter, 6 Kabel, 4 ja? sind gelb, 1 ist rot, 1 ist blau. Also es gibt mehr als ein gelbes Kabel? Ja. Gibt es ein rotes Kabel? Ja. Dann das vierte von unten, wenn du sagst, das von unten. Das vierte von unten. Nein! Ja, denn das vierte, das war das, hä, denn das vierte von oben. Ja, es aber ist das vierte von oben. Hä, eh, machst du andersrum, ey, das tut mir leid, aber das steht hier so. Dann nee, sag vielleicht, weiter. Let's go. Wo ist denn oben und wo ist unten? Ich versteh's. Ich hab keine Ahnung, ich kenn keine Bomben. Ich seh die nicht. Hau raus, weiter. Roter Donate-Knopf. Wir haben noch 4 Minuten. Donate. Ach Mann, Alter, das ging nicht, ne? Gibt es mehr als eine Batterie? Toda, frag mich doch nicht sowas. Gibt es mehr als eine Batterie? Es gibt 2. Ja, dann drücken wir uns auf wieder loslassen. Okay. Ein weißer Abort-Knopf. Gibt es ein Label mit K drauf, mit C-A-R? Ja, also ein ja, Etikett. Ja, ja. Dann halte den Button und guck, was für eine Farbe kommt. Weiß. Weiß loslassen, wenn der Countdown-Timer 1 in irgendeiner Position anzeigt. Oh. Weiter. Noch mehr Kabel. Ja, hau raus. Schnell, wir haben nicht viel Zeit. Ich weiß nicht, wo oben und unten ist. Wie viele Kabel? 6. Was gibt's für Kabel? Gibt's ein gelbes Kabel? 3 gelbe. Gibt es ein rotes Kabel? 2 rote. Dann das vierte Kabel. Von oben jetzt. Nach unten? Was von oben? Also du kannst ja von oben probieren. Ja. Sehr gut. Übrigens, durch den Strike läuft die Zeit schneller ab, ne? Ja gut, mach weiter, schnell. Symbole! Ich hab dieses AO, dann ein leerer Stern, dann wieder diese W-Nase und dann wieder Gamma. Ein AO? Ja, Stern, dieses W und das Gamma. Das hatten wir alles schon mal. Wie sieht das AO aus? Bitte beschreib. Was? Wie sieht das AO aus? Na, dieses Kreis. Also ein Kreis und dann ist da noch ein Kreis. CO meinst du? Ja, CO. Dann die CO. Nicht CO. Nase. Ja? CO? Ja? Dann dein Gamma und dann ein Stern. Perfekt. Ich habe ein umgedrehtes Fragezeichen, dann eine 6, dann dieses B und dann ein X mit einem Strich. Nochmal, umgedrehtes Fragezeichen dann? Eine 6, ein B und ein X mit einem Strich. Okay, 6. Ja? Was gab's noch? Ein umgedrehtes Fragezeichen, ein B und ein X. Ein B? Ja? X und umgedrehtes Fragezeichen. Wir haben's. Ja. 1 Minute 16. Wir haben's geschafft. Ein Zuschauer, nice, ja. Ist wirklich nice. Mein Channel ist tot, Leute. Ist aber egal. Bei mir steht 5 Zuschauer. Das hat andere Gründe, warum der tot ist. Fabi schreit, ob wir auf der Gamescom auch kommen, Mensch, ja. Können wir machen. Ich kann die Brille mitnehmen. Ohne Scheiß jetzt, ich kann die Brille mitnehmen und dann können wir das dort auch spielen. Gut, dann spielen wir das zusammen. Und dann Fabi sagt, ja, tschüss. Können wir, die Brille funktioniert ohne PC. Sehr gut. Ah, das war doch spaßig. Oh. Alter, wie lange spielen wir dieses Spiel schon? Eine Stunde? Ja, so lange. Ja, gleich 4 Stunden. Guck mal, was ich machen kann. Was denn? Okay. Gut. Wir haben 4 Module, 3 Strikes. Das ist so einfacher. Okay, 4 Module, das ist nicht viel. Easy.
Gut, easy oder verkacken wir? Ach du Scheiße, 5 Minuten nur noch. Labyrinth. Oben links ist das rote. Und. Warte, Labyrinth. Wo sind die beiden Kreise? Alter, das habe ich keine Ahnung. Ganz unten das dritte von rechts. Ja, und der andere? Der ist oben rechts. Okay, ich hab's. Alles gut. Wo, zwei ist, der, wo ist der weiße? Nee, ich hab's. Wo ist der das weiße? Der weiße ist ganz oben links, drei nach rechts und ein nach unten. Ganz oben links, drei nach rechts, einer unten. Okay, da. Und wo ist der rote? Ganz oben links. Dann gehst du jetzt zwei nach rechts. Ein nach oben und dann nach links, oder? Hab ich. Gut. Roter Detonate-Knopf. Roter Detonate-Knopf. Knopf. Wo ist der Knopf? Hier. Roter Detonate. Gibt es mehr als eine Batterie? Es gibt 5. Gut, drücken und sofort wieder loslassen. Ach du Scheiße, es gibt irgend so ein Teil, da steht LED drauf. Und jetzt gibt's da 6 Tasten. Hold, U, What, Ur und Your. Was? Normal. Was? Ich hab keine Ahnung. Was? Ein Knopf, normal. Da steht Hold drauf. Dann steht da What, Fragezeichen drauf. Einmal UR, einmal U, einmal UH, HUH und einmal Your. Hilfe. Warte. Ich glaube, ich muss einen Satz formen. Was? Da steht LED drauf. Read the display step one, determine which band lab between. Using this label step determine. Button, die Zeit läuft. Ja, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich auch nicht. Warte, du siehst, hast du ein Display, was irgendwas anzeigt? Oben. Was hab ich? Ein Display oben, über den. Ja, da steht LED drauf. LED? Ja. Dann, warte. Ich warte. LED. 3 Minuten nur. Kein LED, was soll denn das? Dann drückst du jetzt den in der Mitte den linken. Nein. Steht hier so, Entschuldigung. Jetzt steht da First. First. Dann drückst du, oh Gott, Hilfe, das ist kompliziert. Dann drückst du, wo ist Left? Steht da was mit okay, ready, what, nothing, blank? Ja, steht hier. Hä, aber Left habe ich hier nicht. Ich glaube, ich habe verbuggtes Spiel hier. First steht da. Nein, nicht First. Nix First. Ich habe hier. Du hast. Was steht oben? First. Gut. Dann, als nächstes musst du Left drücken. Aber ich sehe kein Left. Das ist das Ding. Es gibt kein Left. Ja, das, bei mir sehe ich hier kein Left. Dann drücke ich einfach links eine Taste. Nein, links unten. Nö. Gut. Hier ist kein Left. Ich sag's dir. Er steht da Read. R-E-E-D. Read. Read. Hier ist kein Read. Das Spiel ist verbuggt. Ne, stopp, ich geh jetzt. Nein, aber. Das ist immer. Ich kann es nicht erklären, wie gescheitert das ist. Oder ich bin zu dumm und ich verstehe das nicht. Read. Toda, ich sterbe. Hast White aber nicht. Hallo? Nein! Ey, es tut mir leid, aber. Warte. Read. Nicht ready, nicht irgendwas anderes. Aber das Ding ist, hier ist kein Read. Das einzige, wo Read ist, ist unten links. Der Knopf unten links. Was steht da drauf? Uhu! Was? Er hat funktioniert! Da drückst du jetzt Your? Says Your? Ich bin tot! Alter! Was tun sie? Ich glaube, ich habe verstanden. Ja. Ich glaube. Du hast mich jetzt schon 5-mal getötet. Ein weißer Pressknopf. Weißer Pressknopf, Toda! Die Zeit läuft! Weißer Pressknopf. Ich sterbe. Gibt es hier so ein Etikett mit K drauf? Nein, CLR. Okay, gibt es mehr als 2? Nee, FRK, was steht drauf? CLR. Nein, auf dem Button. Press. Oder? Die Zeit. Halt ihn. Hä?
Ja, 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 weiter! Nein, roter Knopf, rote, rote, rot, rot! Loslassen bei 1. Ja. Alter, du machst ihn weg, Alter. Alter, 6 Kabel, 2 gelb, 2 blau, 2 weiß. Gibt es genau ein gelbes Kabel? 2 gelb! Gibt es ein rotes Kabel? Nein! Dann das letzte Kabel. Ja. Das letzte von oben, also ganz unten. Ja, okay, weiter. Labyrinth. Oh, Labyrinth. Zweite von oben links, da ist. Da bin ich. Ich glaube, ich bin nicht so schnell. Ja? Wo ist das Kreis? Wo ist der Kreis? Die Kreise. Ganz oben links und links das vierte. Ja, hab ich. Ich bin links, zweite Reihe, also einen nach unten. Ja. Und das Dreieck ist ganz rechts das dritte. Wo bist du? Ich bin oben links, erst zweite, also ein runter. Also unter dem ja, Kreis. Ja, ja, ja. Und wo ist das rote? Ganz rechts, dritte von oben. Also in der ganz rechten Reihe das dritte von oben. Ja, die Zeit läuft. Dann geht's nach oben. Ja. Nach rechts? Ganz nach rechts? Ein nach rechts. Ja. Zwei nach unten. Ja. Ein nach rechts, ein nach oben. Was? Ein nach rechts, ein nach oben. Ja? Jetzt nach ganz rechts und dann dahin, wo du hin willst. Ach, wir haben's. Gut, so, ein Rätsel noch, 2 Minuten 40. Wohin, wohin? Wieder das was mit dem was? LED, da steht U-R-E. Oh, schon wieder die U-R. U-R. Und jetzt steht hier auf den Knopf lass Next. Gucken, lass mich gucken. What you done, you are you. Nee, was steht oben auf dem Display? U-R. You are. Was steht unten rechts auf dem Button? Dann. Dann? Ja. Dann drückst du. Steht da irgendwo Schur? Nein. Dann drückst du jetzt den. Wo ist denn hier Schur? Ich sehe hier nichts. Ich kann nicht lesen, ich bin glaube ich dumm. Hallo, ich sterbe. Ja, ich sterbe auch gerade. Kannst du den unten rechts Button mal drücken? Den dann. Ich weiß nicht, wenn da kein Schur steht. Nein, ist falsch. Ja, aber bei mir steht hier, du musst jetzt Schur drücken, bei mir. Jetzt steht hier C. S-E-E. S-E-E. Dann drückst du, what the fuck? C. C ist hier, da. Was steht unten rechts bei dir? Okay. Steht irgendwo Middle, also Mitte? Nein. Dann. Okay. Du glaubst dir nicht, was für eine Scheiße das ist. Das schicke ich dir mal nachher. Wie scheiße das ist. Sag was, ich sterbe! Bei dir steht nochmal, was steht da nochmal? Nothing, rechts? Ready, yes, left, no, okay. Nein, oben auf dem Display steht was nochmal. Sie. Und was steht unten rechts? Okay. Okay. Aber der sagt mir, du musst Mittel drücken. Aber Mittel sehe ich nicht. Also, ich habe kein Mittel. Genau das ist das Problem. Wir können es nicht schaffen, weil ich das hier nicht verstehe. Dann drücke ich jetzt Left in der Mitte. Der ist falsch. Nö, ist falsch. Warte. Jetzt steht der da Okay. Jetzt steht okay. Hier Mittel. Ja, warte mal, okay. 20 Sekunden noch. Sag jetzt irgendwas. Drück Mittel. Alles klar, Mann. Okay, ich lese mir das jetzt einmal durch, okay? Read the display and use step 1 to determine which button herzlich willkommen. Label to read. Using this button label, use step 2 to determine which button to push. Use step 2 to determine which button to push. What the fuck? Repeat until the... Model. Also ich muss das Display lesen, oben, also das oben. Da muss ich gucken, welcher Label ich reden soll. Ich reden soll. Ey, Lese, ich schick dir das jetzt. Lese, dann erklär mir das mal. Ich glaube, ich bin zu dumm dafür. Ich glaube, ich hab's jetzt verstanden. Ich glaube. Okay. Weil ich schick das mal kurz Lese, okay? Aber du kannst anfangen. Also, ich bin bereit eigentlich. Es geht los. 5 Minuten noch. Gut, dann sag mir erst mal du. Ach du Scheiße. 3 Kabel. Gelb, drei Kabel, ja. Schwarz, blau. Gibt es keine roten? Nein. Das zweite Kabel. Ein Display mit 4 Zahlen. Display mit 4 Zahlen. Eine 1.
Warte, ich muss kurz suchen. Hier. Eine 1, dann drückt jetzt in der zweiten Position. Von links nach rechts. Okay. Was jetzt? Eine 4. Jetzt nochmal die zweite Position. Eine 1. Nochmal die zweite Position. 2. Warte. 2. In der ersten Position. Ach du Scheiße. Eine 2. Wie sie ein paar 2 gedrückt haben. Zweite Position. Sicher. Bin ich mir sicher. Nein! Das steht aber hier so. Okay, wir fangen nochmal von vorne an. 2. 2. Zweite Position. Das ist eine 4, die ich da drücke. Ja. Na, es ist eine 1. Eine 4, die du da drückst. Wenn 1 angezeigt wird, dann mit der Beschriftung 4 drücken. Okay, hab ich. Dann 1. Drücken Sie den Knopf mit der gleichen Beschriftung, wie das Knopf ist, die Sie in Phase 2, also 4. Ich hab keine Ahnung. Also drücke ich jetzt die 4, Zahl ja? Zahl 4. Okay, hab ich. Weiter. 4. Drücken Sie gleich die Position, die Sie in Phase 2, 4. Was? 4. Zahl 4. Nein. Aber das steht doch hier so. Da, die vierte Position vielleicht. Nein, da steht, in der gleichen Position, wie sieht der, diese, in der gleichen Position, der die, ach. Okay, egal, 4. 4. Vierte Position. 4. Nummer 4, jetzt nochmal die gleiche Position, also vierte Position. 1. Gleiche Beschriftung, was hast du eben gedrückt? Also 4. Gerade eben. 4. Dann nochmal die gleiche Zahl drücken. Ja. Was jetzt? 4. 4. Die gleiche Knopf, den sie... Was hast du eben gedrückt? Das gleiche nochmal drücken. Nee, warte, stopp. Die gleiche Position wie in Phase 2. Warte, was war das? Das war die vierte Position. War das die vierte Position? Ja, habe ich gemacht. Funktioniert. Und jetzt? Eine 3. Drücken Sie den Knopf mit derselben Beschriftung wie die, die Sie in Phase 4 gedrückt haben. Also dieselbe, den Knopf mit derselben Beschriftung, den wir gerade eben gedrückt haben. Ich habe keine Ahnung, was da drauf stand. Ja, das brauchen wir jetzt drauf. Stand da eine 3 drauf? Mann! Du fragst so, stand da eine 3 drauf, was soll ich denn? Rapper Aura, wann kommt Pokémon wieder? Vielleicht morgen. Ich habe das ganze Wochenende Zeit, weil ich allein bin. Das Ding ist, du sagst so, ich hab keine Ahnung. Dann sagst du, ja, ich drück mal die 3, was soll ich? Ich dachte, es wäre die 3. Ey, wir schaffen nicht mal die einfachen. Die ist schon echt kompliziert. 5 Minuten, ja, wir fangen mit den Zahlen an. Das ist eine 3. Dritte Position. Dritte Position ist eine 1. Gut. Merkt ihr das? Ja. Jetzt ist da eine 3. Drücken Sie den Knopf in der ersten Position. Das ist eine 4. Ja. Weiter. 4. Mit der Beschriftung 4 drücken. Ist auch die erste Position. Ja. Jetzt steht eine 2. Eine 2. Drücken Sie den Knopf in der ersten Position. Das ist eine 1. So, und jetzt kommt die letzte Zahl. 2. Drück eine 4. Die letzte Zahl Position. Vier. Die Zahl 4. Hat funktioniert. Rotes Detonate-Knopf. Rotes Detonate-Knopf, Alter, geil. Warte, ich bin auf dem Weg. Hat die Bombe mehr als eine Batterie? 2. Drücken Sie den Knopf und lassen Sie sofort wieder los. Alter. Okay, hat geklappt. Weiter. Kabel, den Lieblingsspiel. Wie viel? Fünf Stück. Ist das letzte Kabel schwarz? Beim letzten ist kein Kabel, aber das andere ist... es gibt auch 5 Kabel. Ist das letzte Kabel? Das unten ist blau und oben ist gelb. Keine Ahnung, was letzte ist. Gibt es genau ein rotes Kabel? Nein. Gibt es ein schwarzes Kabel? Ja. Das erste Kabel beschneiden.
Oben oder unten? Ich denke oben. Ja, hat geklappt oben. Gut. Letzte Rätsel. Wieder das Trivago. Trivago? Links ist rot, es blinkt. Was für Trivago? Links ist rot, unten ist grün, rechts ist gelb, okay, ja, oben ist blau. Hast du schon einen Fehler gemacht? Ich habe keinen Fehler gemacht. Also kein Strike? Nein. Was blinkt? Rot. Dann drückst du blau und dann wartest du. Ja. Was blinkt jetzt? Rot, grün. Dann drückst du jetzt blau, gelb. Das war falsch? Ja. Gut. Was blinkt? Ich muss warten. Ich drücke jetzt rot, richtig? Blau. Was? Du hast jetzt einen Fehler. Was leuchtet? Rot, grün. Du hast einen Fehler. Ja. Dann drückst du jetzt gelb, blau. Wann drücke ich gelb? Ja, in der Reihenfolge. Geht nicht. Gut. Okay, darf ich noch was fragen? Hat die Seriennummer einen Vokal? Nö. Okay, dann noch, was blinkt? Rot, grün, ne? Rot, grün. Du hast zwei Fehler, ne? Ja. Dann drückst du jetzt gelb, blau. Alter, ich kann nicht gelb drücken. Wieso nicht? Hallo? Es hat funktioniert. Was jetzt? Was leuchtet jetzt? Rot, grün, blau. Gelb, blau, grün drückst du. Es hat funktioniert! Ja! Oh Gott, ey. Oh, wir hatten gerade so noch eine Minute Zeit. Ach Mann. Fabi hat den Decks voll. Oh, ich habe noch lange nicht den Decks voll, aber ich glaube, ich spiele morgen einfach den ganzen Tag Pokémon. Gut. Wir haben auch 11 Zuschauer, finde ich gerade. Was, 11? Steht bei mir im Bank. Wer ist denn noch alles im Chat? Na, schreiben wir wahrscheinlich nicht. Aber man kann ja oben auf Gobby, Glatzenkrone, Fabi, Commander Root, Andilo ist da. Herzlich willkommen. Andilo ist live. Dieses Spiel macht mich so fertig. Ja, mich noch mehr als dich, glaube ich. Welche geht's nicht jetzt? Wie viele Level gibt's eigentlich? Ach du Scheiße. Also Story Mode gibt's wahrscheinlich ein bisschen viel. Es gibt noch richtig viel. Gut. Wir sind jetzt im letzten Level von Kapitel 2 und okay, es geht bis Kapitel 7. Okay, let's go. Drei Module, 3 Minuten Zeit. Hau rein, los. Sag mir was. Ein Modul einfach nennen. Ein Modul, eine Minute. Ach du Scheiße. Da müssen wir uns beeilen. Kabel. Vier Kabel, Stück. Ja. Vier Stück. Kein gelbes. Vier Stück. Gibt es mehr als ein rotes Kabel? Nur eins. Ist das letzte Kabel gelb und es gibt kein rotes? Kein gelbes. Gibt es genau ein blaues Kabel? Ja. Ich hab die Scheiße geschossen. Warte. Wo waren wir? Vier? Dann drückt das cut das erste Kabel. Das erste. Ja. Gut. Weiter? So, 2:30. Labyrinth. Oh nein. Wo sind die Kreise? Ganz links das vorletzte. Das andere ist von links 3 nach rechts und 1 nach unten. Okay, hab's ja. Wo ist das rote, wo ist das weiße? Das rote ist ein ganz oben über dem Kreis. Also in der Mitte oben? Ja. Und wo ist das? Ich bin ganz oben rechts. Du bist ganz oben rechts. Und das rote ist wo nochmal? Über den Kreis. Das zweite von links. Da musst du doch nur nach links gehen, oder? Bitte. Nur nach links? Kannst du nach links gehen? Sieht das? Also das ist in der geraden Linie nach links zu dem roten. Ja, hab's. Dann mach das, mach das. Hab. Jetzt ist wieder dieses Trivago, das gelbe Blink. Ja, okay, ich weiß, Trivago. Okay, hat die Seriennummer ein Vokal? Also A, E, I, O, O. Nein. Okay, was blinkt? Gelb. Dann drückst du rot. Ja. Was blinkt? Gelb und rot. Dann drückst du rot-blau.
Ja. Was? Link? Gelb, rot, blau. Drückst du rot, blau, gelb. Gelb, rot, blau, gelb. Gelb, rot, blau, gelb. Rot, blau, gelb, rot. Was? Rot, blau, gelb, rot. Was? Rot, blau, gelb, rot. Ach du Scheiße! Gelb, rot, blau, gelb, gelb. Rot, blau, gelb, rot, rot. Oh, wir haben... Oh. 34 Sekunden haben wir noch gehabt. Alter, was war das? Die Rätsel werden ja immer komplizierter. Ja, und schwerer. Naja, ist ja das Gleiche, oder? Ja, ja, klar. Alter. Alter. Rot, blau, rot, gelb, gelb. Was auch immer, Alter. Ich wusste gar nichts mehr, Mann. Oh Gott. So, Kapitel 2 ist fertig. Gut. Jetzt jetzt wird's schwieriger. Jetzt kommt Kapitel 3. Kapitel 4 ist... Ach du Scheiße. Okay, Kapitel 6 ist extrem und Kapitel 7 ist Exotik. Das werden wir wahrscheinlich nie schaffen. Doch, das schaffen wir. Wollen wir weitermachen oder wollen wir aufhören? Nee, weitermachen, wenn du willst. Okay. Die Dinger sind ja auch immer random, haben wir ja vorhin gesehen. Also es gibt keine Lösung. Ich hab Durst, aber ich kann jetzt nicht trinken, ich seh nix. Ich hab's auch vorhin geschafft, ohne was zu sehen, was zu trinken. Oh, 6 Kabel. Sechs Kabel. Schwarz, weiß und blau. Gibt es keine gelben? Nein. Keine. Gibt es eine rote? Keine rote? Keine rote. Dann das letzte Kabel. Nein. Auch nicht das erste. Du hast jetzt beide erste versucht. Jetzt können wir nur mal verlieren. Also es gibt kein gelbes. Nein. Und die ist die letzte Ziffer der Seriennummer ungerade? Wieso fragst du mich das jetzt erst? Ja, ist ungerade. Dann drück das dritte von oben. Ja. Ja, okay. Die Schuldenweg lag bei mir. Ich hab hier ein ganz anderes Rätsel. Gut, was ist es? Ein Display mit 5 Sachen. Und da steht... Da steht V-U-I-J-H drauf. Was? Und ich hab hier ganz viele... Ich hab bei jedem Buchstaben habe ich einen Pfeil und einen Submit. Okay, ich hab's. Die Knöpfe über und unter jedem Buchstaben rotieren durch die Möglichkeit für eine neue Kombination der verfügbaren Buchstaben wird eins der unteren Postboarder geben. Drücken Sie jetzt damit auf zwei Aspekte. Was zum Holy Shit? Was ist bei dir auf dem Display? Steht da irgendwas drauf? Was sind da für Wörter? V-U-I-J-H. V-U-I-J-H. Ach Gott. Ey, du kannst nicht. Was? Ich hätte die Möglichkeit, diese Kombination. Nur eine Kombination. V-I-J-H. Was hast du denn jetzt gedrückt? Mach! Hey, du drückst ihn nicht gut an. Hier ist ein Wecker. Hey, ich hab keine Ahnung. Die verfügbaren Buchstaben mit 1 der Punkte und Passwörter geben. Drücken Sie den Submit-Knopf zum Beispiel Projekte. Was zum Ding? Das ist richtig kompliziert. Ach du Scheiße, ich kann hier verschiedene Buchstaben eingeben. H, ein S, ein F, ein U, ein E. Alles. Warte. G, ein S, ein H, ein S, ein C, ein M. Warte. Jedes Feld hat verschiedene Buchstaben. Ja. Ich muss wahrscheinlich ein Wort oder irgendwas eingeben. Ja, es gibt hier 1000 Wörter. Nicht 1000, aber es gibt 5 mal 7. Es gibt 35 Wörter. Ja. Und ich hab hier, also sind alles englische Wörter. Ich hab keine Ahnung. Also ein S, ein F, ein U, ein E oder ein V ist der erste Buchstabe. Was kann das sein? V, H, S, F, U, E. H gibt es nicht, V gibt es nicht, S gibt es ein H. Was ist an der zweiten Buchstabe? Was sind die zweiten Buchstaben? Okay. G, I, S, C, F, U. Normal wird er lang gemacht. Der Raum blinkt rot. Gut. Die Welt geht wieder. Denn was ist an der ersten, was kann an der ersten Position sein? V, H, S, F, U, E. Was ist an der zweiten Position? Was? An der zweiten Position möglich? I, S, C, F, U. F, I, R, S, T. First. Ist das Wort. 100%. Was? First. Gib First ein. Alter.
Das ist mega kompliziert, Scheiße. So, jetzt submit. Wenn du first eingegeben hast. Hab ich! Aber ich bin tot, weil die Zeit abgelaufen ist. Gut. Hey, ich hab aber, da war noch ein Rätsel. Weißt du, wie kompliziert das ist? Ich hab hier 1000 Wörter und du musst erstmal mir sagen, was so möglich ist. Und dann ja, muss ich ja einen let's Ausschuss go. Erfahren. Okay, ich verstehe. Gleiche Alter. Rätsel nochmal. Das gleiche nochmal? Ja. Och Gott, nicht first. U-J-I-N-D-P. Nee, sag mir bitte nicht so schnell. Ich hab eine Tabelle. Das erste Buchstabe ist ein U-J-I-N-D-P. Du bist zu schnell. U-J-I-N-D-P. U-J-D-I. Du bist immer noch zu schnell. Kannst du mal kurz warten? U? U, nein. J? Nein. I? Nein. N? N kann möglich sein, ja. Dann ist zweite Buchstabe Q. W. Weiter. A. Weiter. F. Weiter. L. Z. Kein E. Nein. Dann sag doch mal bitte die ersten Buchstaben. Bitte. Weil das ist echt so wirklich. Erste Buchstabe ist noch ein D. D gibt's nicht, nein. Und noch ein P. Mehr gibt's nicht. Was war an der zweiten Buchstabe ein L oder ein O möglich? Schau mal bitte. Ja, L. Was ist der dritte? Dann mach mal PLA. PLA. Also die ersten drei PLA. Ja, ja, hab ich. Was ist an der dritten, an der vierten Position möglich? C oder O, N. M. Damit I. N. N. Und an der letzten Position T. Wie Thomas. Hab ich. Dann mach. Submit. Ein roter Abortknopf. Oh, Knopf, ich muss wieder ganz nach oben. Oh. Was hast du gemacht? Das Licht ist ausgegangen. Gut. Gut. Schnell. Was jetzt soll ich denn tun? Roter Bord. Ach du Scheiße. Ich konnte den Knopf gerade nicht lesen, als das Licht aus war. Hat die Bombe mehr als zwei Batterien? Sie hat Hallo? Zwei. Okay, also nicht mehr zwei. Der Knopf ist nicht gelb. Ist der Knopf rot und ist mit Hold? Rot abort! Dann halten Sie den Knopf drücken und folgen Sie den Anweisungen. Knopf gedrückt halten. Weiß. Weiß loslassen bei einer beliebigen Position 1. Ah! Der Wecker klingelt. Alter! Der Wecker klingelt, dann geht hier einfach Licht an und was aus. Was jetzt? Mach weiter schnell. Was gibt's noch? Trivago, blau-rot leuchtet. Wie viele Fehler hast du? Also, das siehst du bei diesem Counter. Weil auch dann diese Kreuze. Null. Okay, blau leuchtet. Ja. Seriennummer hat das Vokal, ja oder nein? Ja. Blau leuchtet mit rot. Ja. Warte, sag was du. Blau-rot. Dann rot-blau. Blau, rot, gelb. Rot, blau, grün. Blau, rot, gelb, gelb. Rot, blau, grün, grün drücken. Also rot, blau, grün. Wir haben es. Ja. We did it! Alter, das war krass. Da ging einfach bei mir das Licht gerade aus und ich habe da nichts gesehen in der Zeit. Gut. Also konntest du gar nichts machen. Also doch. Ich konnte nur nicht die Farbe des Knopfes mehr sehen und was drauf stand, konnte ich nicht mehr sehen. Ah, okay. Und dann irgendwann ging das Licht aber wieder an. Das ist ja richtig krank. Fabi sagt GG. GG. Alter, ich muss erstmal was trinken. Und das Ding ist, es gibt im Internet keine Lösung, weil die Randoms immer Level sind. Die Levels immer random sind, genau. Naja. Gar keine genau. Die also Lösung wäre halt, wenn du einfach zuguckst, sozusagen. Ja, ja. Also man kann nicht cheaten, sag ich jetzt mal. So richtig. Weil die Lösung, die einzige Lösung, die es gibt, die habe ich halt im Textbuch. LOL ist ja geil. Ich sehe gerade, in der ja. VR-Version, da ist ja auf meinem Bildschirm auch das Spiel zu sehen. Und wenn ich jetzt Space drücke, sehe ich die Anleitung auf meinem Bildschirm. Gut. Also auf meinem Bildschirm, verstehst du? Ja. Ich verstehe, was du meinst.
Ich kann ja mal den Bildschirm. Soll ich den Bildschirm einblenden? Ich zeig dir mal kurz, wie das aussieht. Und zeig mir das. No signal. So sieht es aus. What the? Ja, das ist das, was ich halt habe, ne? Hier sind 24 Seiten. Ja. Seite. Warte mal. Ja. Was? Lesu. Und hier ist alles erklärt. Und ich muss ihn nochmal beschreiben, was ich sehe. Und er muss dann dahin gehen. Geh mal dahin. Geh mal nochmal nach oben. Und dann in die zweite Reihe, das dritte von links. Geh mal auf dieses Blatt. Das da? Das? Ja, und dann das dann. Nee. Ja, genau das. Und das Subject on Who's First. Und dann kannst du das anschauen. Ja, genau. Das hat da. Das mit dem First, Yes, See und so. Das ist das. Schau dir das mal an. Ey, das ist doch easy. Ja, nee, du musst doch runterscrollen. Aufs zweite Blatt. Geh mal aufs zweite Blatt. Was ist das denn? Guck mal, siehst du? Schau mal, was ich da mal jetzt da durchgehe hier. Das ist scheiße. Leser hat übrigens dir die deutsche Lösung geschickt. Ja, hab ich gesehen, danke. Hä, ich kapier das nicht. Siehst du? Genau das habe ich dir auch gesagt. Ich verstehe das nicht. Bei Yes ist aber hier so ein Auge, wo du hindrücken musst, dachte ich. Ja, das habe ich dir auch immer gesagt. Was ist? Ach so, das ist Step 2 dann. Kannst du mir das erklären? Ich verstehe es doch schon mal. Na, Step 1 ist, was ich zuerst drücken muss, oder? Nee, also das hast du ja immer gedrückt, dann war es falsch. Guck mal, read the display. Based on the display, read the label of the particular button. Proceed to Step 2. The label. Ach so. Wenn da Yes steht, dann muss ich dir sagen, was in der zweiten von links steht. Ja. Und wenn da jetzt zum Beispiel... Ja. Und da steht jetzt irgendein Wort. Und da musst du in Step 2 gucken, was ich dir gesagt habe. Zum Beispiel No steht da. Ja. Und da musst du jetzt unter No gucken. Und dann push the first button that appears in the Liste. Also bei No müsstest du jetzt blank. Aber das hatte ich ja vorhin gemacht. Mit was war das? Was ist okay und middle? Da hast du gesagt, es gibt kein middle. Eigentlich habe ich das ja vorhin gemacht. Nee, warte mal. Ich hatte okay. Da musst du gucken, wo okay steht. Ja, das habe ich gemacht. Dann stand da middle. Nein, warte. Okay steht oben rechts. Jetzt muss ich dir sagen, was oben rechts steht. Ja, das war bei C. Da stand unten rechts bei dir okay und dann stand bei mir middle. Und dann sagst du, es gibt kein middle. Ach so, und da musst du okay sagen, middle. Ach so, da musst du mir weiter vorlesen, was steht. Middle, no, das, first. Also, genau, da musst du weitergehen, no. Und wenn bei mir no steht, muss ich no drücken. Wenn das auch nicht steht, musst du first sagen. Ach so, ach, jetzt verstehe ich. Und immer so weiter, bis ein Wort kommt, was ich habe. Ich verstehe, okay. Okay, ich habe verstanden. Aber das fand ich jetzt echt kompliziert, das Ding. Das ist voll geil. Ja, und wie ihr seht, Leute, das ist halt auch für ihn kompliziert, nicht nur für mich. Du brauchst mal jemanden, der neben dir sitzt, zum Beispiel Leso oder so, und dann macht ihr das mal zusammen. Das ist eher cool. Das wird wahrscheinlich auch noch gut. Wie komme ich denn jetzt wieder hier raus? Ist ja gut, du kommst da nicht mehr raus. Oh, das mit diesen Symbolen, ne? Ja, guck dir mal die Symbole an. Das habe ich am Anfang. Da musst du in der Reihe von oben nach unten dann gucken, was zuerst ist, halt, was du drücken musst. Oder geh mal auf die Seite. Warte, ich kann dir jetzt mal zeigen, was das so interessant ist. Das ist furchtbar. Da kommen die Mosezeichen, die kommen noch. Das kommt auch noch. Die Labyrinthe kannst du dir vielleicht noch anschauen, das ist ganz lustig. Was ist das denn? Das kommt ja noch. Das spoiler dich doch nicht, ey. Oder geh mal auf die bezüglich der Passwörter. Die Passwörter mit den ganzen, wo wir eben dieses Display hatten mit diesen fünf Dingern. Nee, du bist schon zu weit. Da war es eben. Ich hab's eben gesehen. Egal, komm, ich spiel einfach weiter. Okay, gut. Aber das ist mega cool. Das ist mega kompliziert. Das Spiel gibt's übrigens auch auf der Switch ohne VR. Wenn ihr Interesse habt. Ich verstehe aber nicht, wie das denn ohne VR spielbar ist. Also ich finde das VR-Pflicht. Naja, du kannst dann mit den Controllern halt wie so Mauszeiger dann machen. Ja, aber... Also es ist halt nicht so... Also bei mir ist es halt so, als würde ich direkt die Bombe in der Hand halten. Das ist schon irgendwie geiler. Ja, das finde ich auch. So. Ich verhindere das jetzt, Fabio. Seht ihr was? Ich habe mir noch nicht mal alles studiert, was es hier für verschiedene Sachen gibt. Ich glaube, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Gut. Seht ihr wieder was? Nee, ihr seht nichts mehr.
Jetzt seht ihr was. Ich hoffe, ihr seht was. Oh nee, ich hab schon richtig Angst vor diesem einen. Hi, Daniel. Vor diesem einen Modul hier. Das sieht übelst kompliziert aus. Aber lass mal. Daniel, das Spiel gibt's auch auf der Switch. Ich muss eine Bombe entschärfen. Tode hat die Lösung. Und er muss mir erklären, was ich tun muss. Alter, was ist das denn? Ich hoffe, dieses Modul kriegen wir nicht, weil das ist mega kompliziert. Das sieht kompliziert aus. Leso, hilf mir. So, wir sind. Ja, aber Leso kann das ja sehen. Dann darfst du nicht auf mein Bild gucken. Okay, fängst du schon an? Ja. Gern, sag mir, erst mal gut. Blau leuchtet von diesem Trivago. Trivago, blau leuchtet. Ist die Seelennummer ein Vokal? Hat die Seelennummer ein Vokal? Nee. Dann drück gelb. Ja. Was leuchtet? Blau-grün. Dann drück gelb-grün. Blau-grün-rot. Gelb-grün-blau drücken. Blau-grün-rot-gelb. Gelb-grün-blau-rot drücken. Okay, ist gefixt. Okay, weiter. Wir haben noch 4 Minuten 10. Ach du Scheiße, was ist das denn? Ja, sag, was du das siehst. Ich hab hier 3 Kabel, links ist 1, 2, 3, rechts ist ABC. Lass mich suchen. Keine Ahnung. Links ist was? 1, 2, 3. Ja, okay, hab's. Auf diesem Modul gibt es mehrere Panel auf den Kabeln nur. Sicher ist nur der Zeit zu sichtbar. Wechseln zum nächsten Panel in die so, was zum Teufel? Und so vorhin. Ja. Ich muss die, glaube ich, umstecken oder so. Du musst die umstecken, aber wie steckst du die um, ist gerade die Frage. Ich hab hier Pfeile und so. Was machen die Pfeile? Keine Ahnung. Warte, was? Nix. Erste rote. Oh! Ich hab einen Strike bekommen, als ich den Pfeil gedrückt hab. Warte mal. Wie sieht durch den Bälle aus? Das ist Modul. Mit dem Schaden, so schneiden sie das Kabel durch. Gibt es ein rotes Kabel? Ja, eins mit C und zwei mit B. Was ist das dritte? Was? Was ist das dritte? Es gibt noch 3 Kabel. 3 und C. Nee, was ist das dritte? Farbe? Blau. Und mit was ist es verbunden? Mit C. Das durchschneiden. Nö. Gut. Das dritte Kabel ist mit C verbunden. Ah nee, musstest du das umstecken oder was? Ich hab nichts umgesteckt. Nee, kann man das umstecken? Das frage ich mich gerade. Keine Ahnung. Kannst du das resetten? Ich hab hier irgendwie Pfeile. Ja, was machen die Pfeile? Keine Ahnung. Ich bin explodiert, als ich das gedrückt hab. Nee, das Ding ist, ich hab hier eine Tabelle und dann sagte dir, erstes rote Kabel ist mit C verbunden, zweites mit B. Und eben hast du gesagt, das dritte blaue Kabel ist mit C verbunden. Bei mir steht hier, das sollte mit B verbunden sein. Deswegen dachte ich, yo, hier schon ein. Ich konnte oben und unten einen Pfeil drücken. Oben ging gar nichts. Wenn ich ungedrückt habe, ist explodiert. Und ich konnte Pfeile durchschneiden. Also ich möchte es nur kurz durch. Darf ich es kurz durchlesen und vorlesen? Auf diesem Modul gibt es mehrere Panels, auf denen Kabel sind. Aber nur ein Panel ist zurzeit sichtbar. Wechseln Sie zum nächsten Panel, indem Sie den Pfeil nach unten drücken oder zum Vorhin mit dem Pfeil nach oben. Wechseln Sie nicht zum nächsten Panel, wenn Sie sich nicht sicher sind, dass Sie alle notwendigen Kabel vom aktuellen Panel durchgeschnitten haben. Wählen Sie die durchschneidenden Kabel anhand der folgenden Tabelle aus. Ist das auf dem Modul zu sehende Kabel mit der in der Tabelle angehenden Buchstaben verbunden, so schneiden Sie das Kabel durch. Kabelverkommen sind kumulativ und über die gesamten Panele des Moduls. Alles klar, okay, mach einfach. Wir kriegen das schon hin. Ich hab nichts verstanden. Ja, ich auch nicht, aber wir kriegen das schon hin. Gut, du hast alles weggeschmissen. Aber tut mir leid, aber das ist ein Text, ey. Aber die Zeit ist echt schlimm. Weil wenn ich das verstanden habe alles, dann ist es auch einfach. Aber wenn ich hier bleibe... Jetzt habe ich hier Kabel verschiedenfarbig mit... Oh nein, nicht noch was Neues. Ich check das nicht. Darf ich vorlesen? Schauen Sie sich jedes Kabel an. Es gibt ein LED über dem Kabel und ein Platz für ein Sternsymbol unter dem Kabel. Ja. Pro Kabel, LED-Symbol-Kombination ziehen Sie das Venn-Diagramm zu Rate, um zu entscheiden, ob das Kabel durchgeschnitten werden soll. Ein Kabel kann mit mehreren Farben gestreift werden. Was? Was? Ich bin komplett verwirrt. Warte, gibt es irgendwelche Zahlen und Buchstaben oder so? Es gibt LEDs. Aus, an, aus, an. Aus, an, an, aus, an. Alles nein, klar, aus, gut. An, 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 aus, an.
Ey, das ist wirklich, komm, können wir was anderes machen? So, und jetzt also sind hier auch, unten sind so drei Sterne. Aus, an, an, aus, an. Warte, wo ist an? Kabel nicht durchschneiden. Ey, du müsstest gerade sehen, was ich sehe. Ich verstehe es nicht. Wir müssen uns alles durchlesen, bevor wir das machen. Ja, mach mal. Ja, aber das kann ich nicht lösen, weil ich das nicht verstehe. Ja, dann... Das ist irgendeine chemische Formel, die hier steht. Ja, dann, wo ist denn jetzt Sheldon? Abbrechen. Sheldon, wo bist du? Sheldon, wir brauchen deine Hilfe. Erzähl mal, was soll ich tun? Du hast doch eben erzählt, ich muss irgendwas dir sagen. Darf ich nochmal vorlesen? Schauen Sie sich jedes Kabel an. Es gibt eine LED über dem Kabel und einen Platz für einen Sternsymbol unter dem Kabel. Ja. Pro Kabel-LED-Symbol-Kombination ziehen Sie das Fan-Diagramm zu Rate, um zu entscheiden, ob das Kabel durchgeschnitten werden soll. Ein Kabel kann mit mehreren Farben gestreift sein. Das also, versuchen wir es einfach mal. Gut, das erste Kabel ist aus. Ist gestreift? Es ist gestreift und geht zu keinem Stern. Also, es ist, hat es, also kein Stern. Kein Stern und ist aus. Soll ich das durchschneiden? LED ist an. Warte, lass mich kurz schauen. Nein, aus. LED ist aus, ja, meine ich ja. Kabel hat eine rote Markierung? Hat eine blaue Markierung? Was auch rot und weiß. Hier steht nichts von weiß, gut. Rot. Das da. Und geht das zu C? Ich glaube nicht, oder? D? Ich sehe hier nur ein D. Kabel nicht durchschneiden. Das nächste ist an. Ansonsten kein Stern und genau das gleiche Farbe. LED ist an. Ey, das ist zu kompliziert, ich verstehe es nicht. Ich glaube, das muss ich durchschneiden. Sicher? Nein, ist falsch. Nee, das nächste ist an, rot und ein Stern. An, rot und ein Stern, warte. An, rot und ein Stern. Ey, das ist kompliziert, Brownie, ich brauche Hilfe. Durchschneiden? Ich weiß es nicht. Ich kann es leider nicht sagen. Auch falsch. Gut, da können wir bitte abbrechen. Kannst du dir das mal durchlesen? Ich bin tot. Kannst du dir das mal bitte durchlesen? Die Seite ist Seite 13 ist das. Ich möchte mal wissen, ob du das verstehst. Ich sehe da irgendwie eine chemische Struktur mit ganz vielen Buchstaben und dann eine Tabelle. Wo ist denn hier 13? Das ist echt. Das ist Seite 13 bei mir. Das ist eine chemische Struktur. Ich finde die Seite nicht mal. Gut, oder schau das mal, lass mal im Stream zeigen. Zeig das mal im Stream. Kann ich zeigen. Ey, das ist mega kompliziert. Nee, wir sind nicht im Discord. Warte mal. Jetzt kommt's. Ah, diese, das ist so eine chemische Formel mit ganz vielen Linien, Kreisen, so 3D-matisch. Also. Da, genau das Ding ist es. Ey, tut mir leid, aber das kannst du mir erstmal erklären, viel Spaß. Das wird mir kein Lehrer erklären können. Brownie ist auch schon verwirrt, er denkt sich so, what the fuck. Ich bin gar nicht mehr im Bild, sehe ich gerade. Doch, bei mir bist du im Bild. Guck dir das an. Du kannst mir gerne erklären, ob du das... Also verstehst. Wir sollen jedes Kabel anschauen. Ja, da oben siehst du ja rechts und Beispiel. Oben ist eine LED. Und ja. Unten ist halt ein Stern oder nicht. Ja. So. Wenn das Kabel rot ist, also rot-weiß sozusagen... Hä? Verstehe ich nicht. Jetzt bist du auch bei mir. Aber Leso sagt, er kann es uns erklären. Kabel ist blau, Kabel ist rotfarbend und dann gibt es noch Letter. Katze war... Okay, also zum Beispiel die gepunkteten Linien sind die, wenn es ein Sternsymbol hat, okay? Das ist der gestrichelte Kreis. In dem befinden wir uns, wenn es jetzt einen Stern hat. Sagen wir mal, das hat einen Stern, dann sind wir in diesem Kreis, ja? Wenn das Kabel jetzt rot ist, dann befinden wir uns auch noch in dem anderen Kreis, was gepunktet und gestrichelt ist. Siehst du das? Ja.
Und die Schnittmenge ist jetzt zum Beispiel C, P, D und B. C, P, D und B, ja. Stimmt's? Ich denke. Da, wo beide Kreise übereinander liegen, okay? Ja, ja, das verstehe ich. So, und C wäre jetzt zum Beispiel Katzeweiher. P, Test und Katzeweiher. Und P, Katzeweiher, the bomb has a parallel port. Ach du Scheiße. Guck mal, das sind mehrere Dinger, verstehst du? Das verstehe ich jetzt nicht. Ach so, ja, Wire has blue coloring. Wenn blue nicht stimmt, dann musst du das rausnehmen. Dann fällt P, D weg und es bleibt B und C übrig. Was ist ein B? B ist... Gar nichts, ne? Nichts anscheinend. Genau, dann bleibt C übrig und C wäre dann Cut. Also in dem Fall müssten wir jetzt schneiden. Okay. Und aber das kann auch das Sternsymbol haben, Alter. Tut mir leid, aber das war kompliziert. Wenn es nicht ein Sternsymbol hat, musst du diese Menge rausnehmen. Dann wäre es jetzt sozusagen das Gegenteil von dem. Verstehst du? Hm. Dann ist es jetzt in dem anderen Bereich. Ja, ich verstehe. Aber guck mal, das war gerade blind und mitten auf Zeitdruck. Wie soll ich das verstehen? Ey. Tut mir leid. Aber nee, so ein Diagramm habe ich noch nie so. Das ist doch kein Diagramm. Steht ja um Diagramm hier. Steht Diagramm. Das ist doch kein Diagramm. Das ist für mich eine Form. Okay. Eine also, wenn es nicht Stern ist, musst du die gestrichelte rausnehmen. Ja. Wenn es dann rot ist, musst du das andere reinnehmen. Dann ist es S. Ja, dann gut. Ist es S. Und S ist gar nichts. S ist Katzeweiher if the last digit of the serial number is. Ja, so, ist gerade. Und jetzt wird's kompliziert. Guck mal. Da steht noch was mit Parallel Port. Da musst du mal nach ganz hinten gehen, letzte ja, ich Seite. Weiß, da hab ich, ja, ich weiß, ich sehe, dass der da einen Port hat. Ich hab schon. Ich weiß gar nicht, was. Okay, das ist DVI. Das ist DVI, parallel. Yeah. PS2. Das andere PS2 ist LAN. Anschluss. LAN-Anschluss. Serial. Oh, und Stereo. Oh, alter Schwede. Wenn ich die Bombe hab, ich weiß doch nicht mehr, was ist. Ich kann dir sagen, was ist. Das beschreibe ich mit ganz vielen Punkten. Ah, okay, das ist easy eigentlich. Ja, komm, den Parallelport kannst du dir merken. Ey, ich kenne die Ports alle. Ja, siehst du? Ich kenne die meisten. Ich kenne drei davon denen. Serial, PS2 und Parallel. Und das LAN. Oh, und dann gibt es noch D-Batterien und AA-Batterien. Ja, das weiß ich. D ist groß, AA ist voll nett. Aber das weiß ich. Und dann kommen Ingle-Cales. Alter, das gibt noch so viel Zeugs, was ich überhaupt nicht verstehe. Wir werden das alles verkacken. Wenn dann so blind, da war noch hier, da kamen noch die Mosezeichen, die hatten wir auch noch. Die kommen auch noch. Mit dem Mosezeichen. Das wird Spaß, glaube ich. Da sind bei dir Mosezeichen und ich muss dann das Wort ordnen und dann musst du dann eine Frequenz einstellen. So. Was? Du Scheiße. Ja, lese jetzt durch. Du kriegst Mosezeichen, ich muss das Wort ausfinden und dann musst du die Frequenz einstellen, die ich dir sage. Und da musst du okay drücken. Oder TX, genau. Das ist krank. Warte hier, lese nochmal bitte. Interpretiert das Signal von the Flash Connect using the Morse Code. Okay, wenn eins kurz ist dann halt ein Punkt und lang ist dann halt so ein Strich, okay. The Signal will loop with a long gap between repetitions, also wird sich wiederholen nach einer langen Pause. Und das, okay, ich verstehe. Okay, ich verstehe es. Also musst du mir dann immer sagen, was, du musst es aber schnell sagen, damit ich sehe, okay, was ist was, ja? Okay. Weil das geht wahrscheinlich sehr schnell. Also Morsezeichen gehen eigentlich sehr schnell immer hintereinander. Mit, weißt schon. Verstehst du? Ja. Das war jetzt ein Morsecode. Lass nochmal versuchen und dann lass mal VR-Dings spielen oder so. VR-Chat, okay, gut. Nee, ja, nicht VR-Chat, das andere. Wenn meine VR-Brille gut funktioniert damit, ja. Wie, sie funktioniert nicht gut? Nein, das Ding ist, ich hatte ja immer schwammige Bilder und ich verstehe nicht, woran es liegt. Ich habe keine Ahnung, weißt du? Nee, verstehe ich nicht. Gut. Seht ihr Bild ja, ne? Ja. Das Ding ist, nee, ich hatte immer so ein schwammiges Bild bei VR-Chat und bei Rec Room hatte ich das auch gestern Abend. Nee, ich meinte Rec Room, genau. Auf Wenn VR du ein schwammiges Bild hast, musst du die Brille neu auf den Kopf. Hab ich gemacht, ich habe alles wirklich probiert. Ich habe PC neu gestartet, ich habe die Software neu gestartet, ich habe die Oculus neu gestartet. Wirklich alles. Okay, ich muss jetzt wieder wegschalten. So. Scheiße, es geht los. Ja, hau rein, schnell. Okay, drei Kabel, 1, 2, 3, ABC. Gibt es ein rotes Kabel? Ja. Ist das letzte Kabel weiß? Nein, schwarz. Gibt es mehr als ein blaues Kabel? Ein blaues. Sonst das letzte Kabel durchschneiden, das letzte. Ja? Ja, weiter.
Was weiter? Ja, weiter, nächstes Modul, los. Nein, wir sind nicht fertig. Was nicht fertig? Dann ist das letzte jetzt durchgeschnitten und jetzt? Ach so, du bist, ich bin bei der falschen Aufgabe, ich hatte es trotzdem richtig. Warte, womit ist das erste verbunden? Was ist das erste, rot, ne? Eins mit A. Okay, lass es, das nächste. Zwei mit C. Das zweite, was ist das für Farbe? Blau. Okay, ist richtig. Dann musst du, glaube ich, diesen Pfeil jetzt benutzen. Nach unten. Nach unten? Der muss mir wieder sagen, was. Okay, was. Erstes richtig. Jetzt habe ich ein schwarzes von 6 zu A. Ein schwarzes. Von welcher Position? 6 zu A. Kannst du weitermachen? Nein. Hä? Bei mir 6 kann nur mit B oder C verbunden sein. Also, ach so, die dritte. Dein drittes schwarze Kabel kann mit B. Nee, hä? Ja, wenn du nicht weitergehen kannst, musst du es wahrscheinlich durchtrennen, oder? Ja. Ich hab's durchgetrennt, das ist richtig. Das verstehe ich nicht gut. Na, wenn du sagst, es darf nur mit B, C verbunden sein, meins war mit A verbunden, dann muss ich's durchtrennen. Nein, das ist andersrum. Du darfst nur durchtrennen, wenn es das ist, was hier steht. Ach so, also 8 mit C und 9 mit B. Rot. 8 mit C? Nee, erste Position. Dieses 8, 7, 9 darfst du ignorieren. Es gibt nur 1, 2, 3. So, wo war's? 2 mit C und 3 mit B. Ja, was ist 2? Rot, gelb, grün. Alles rot. Zweite ist mit B, mit was? B mit, 3 ist mit B. 3 ist mit B. Und 2 ist mit C. Warte. Das 2 ist mit C und das dritte ist mit was? Mit B! Das ist beides falsch. Entweder beides durchtrennen oder. Ist beides richtig gewesen. Gut. Ich wollte ja dadurch damit nicht ausgehen. Entweder beides falsch oder falsch. Ja, das Ding ist, das zweite rote Kabel hätte mit B verbunden sein müssen und das dritte mit A. Also hättest du da, also jetzt war es falsch, also hättest du es skippen müssen. Und wenn es übereinstimmt mit der Tabelle, musst du es durchschneiden. So, genau. Okay. Aber eben bei dem schwarzen war es aber anders. Ach du Scheiße, wieder das LED-Rätsel. Also, erste Lampe ist aus, rotes Kabel mit Stern. Oh nein! Warte. Wo ist das denn jetzt? Ich muss es erst besuchen, warte. Das LED. Warte, was ist das erste Kabel? Rot, aus, Stern. Rot, also LED ist aus, Stern und rot. Also das hier und das, das was wir eben als Beispiel hatten. C, P, D, B. Nee, warte, C und B. C und B, also durchschneiden. Perfekt. Zweites an, rot mit blau und kein Stern. Rot mit blau, also alles außer Stern, okay. Also das und Stern ist das. Also, Stern. C. Ach, das ist tausend Sachen. C, B, P, D. Warte mal. Das soll ich ausblenden, okay. Ja, es ist einfach alles außer. Es ist S, C, P, S, S, D, B, 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 S, P, D. Das ist alles. Nein, du musst die anderen rausnehmen. Ach, ich soll alles außer das rausnehmen? Das andere sollst du rausnehmen. Ich hab den Sternsymbol, hab ich jetzt nicht drin, sag ich mal. Genau, also nimmst du das raus. Diesen Kreis nimmst du raus aus der Menge. Okay, dann bleibt jetzt noch S, 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 P, D. Nee, warte. Aus der Menge rausnehmen. Dann ist jetzt nur noch S, S und B. Und S ist Kabel geschnitten, wenn die letzte Ziffer der Seriennummer gerade ist. Ja, ist es. Ja, dann wahrscheinlich durchschneiden. Ja. Okay, alles klar, so. Das ist so scheiße. Aus, rot mit weiß und Stern. Warte. Aus, rot und weiß mit Stern. Also die beiden wieder. Das und das. Den Rest rausnehmen. C. Also durchschneiden. Fertig. Wow. Ja, weiter. So, wir haben weiter. Die Hälfte der Zeit jetzt vergoldet damit. Gut, mach weiter, schnell. Was gibt's? Wir haben jetzt noch ein Trivago. Okay, ja, hau rein. Nichts leuchtet. Haben schon doch, einen Fehler? Blau leuchtet. Nein, kein Fehler, blau leuchtet. Ist die Seriennummer Vokal? Was? Vokal? Nein, 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 nein.
Gelb. Blau, blau. Gelb, gelb. Blau, blau, grün. Gelb, gelb, grün. Das Licht geht aus. Blau, blau, grün, blau. Blau, blau, grün, blau. Gelb, gelb, grün, gelb. Blau, blau, grün, blau, blau. Nochmal. Blau, blau, grün, blau, blau. Gelb, gelb, grün, gelb, gelb. Okay, fertig. 1:30 noch. Hau, mach. Das normale Kabelrätsel. Blau, weiß. Wie viel rot. Kabel? 4. Gibt es mehr als ein rotes Kabel? Nein. Das ist das letzte Kabel, gelb. Hallo? Nein, ist kein gelbes. Gibt es genau ein blaues Kabel? Ja. Dann das erste Kabel durchschneiden. Von oben, ja? Ja. Fertig. Nein, immer von oben. Alter, der Wecker hat einfach geklingelt. Der Wecker klingelt einfach. Ich hab mich so erschrocken, Mann. Der Wecker klingelt einfach. Der fängt einfach an zu klingeln. Ja, und ich konnte da nicht hinfassen. Ey, das ist richtig schlimm. Wir kriegen ja auch den Morsecode und dann noch andere Rätsel. Ja, und dann klingelt auch noch Wecker und Licht geht aus und keine Ahnung. Licht geht aus und dann klingelt. Das ist heftig, Mann. Ich krieg. Oh, Nier Automata ist im Rabatt. Cool. Was ist im Rabatt? Nier Automata, 33%. Was ist das? Das ist ein Spiel für Steam. Auf Steam gerade 33%. Vielleicht hole ich mir das. Weil das habe ich schon seit Ewigkeiten auf der Wunschliste. Was ist das für ein Spiel? Das ist so ein, ich glaube, Open World Spiel. Geil. Nicht Open World, aber es ist ein cooles Spiel. Nier Automata. Ja, ich würde sagen, lass mal jetzt Dings machen jetzt. Hier Dings. Rec Room. VR Rec Room. Darf ich mal kurz erstmal auf Toilette gehen? Ich bin jetzt sehr aufgebracht. Ich bin sehr kaputt. Aufgebracht? Ja, es war ja, sehr anstrengend. Das, ich glaube, für mich war es anstrengender als für dich. Lesu, ne? Geht jetzt ins Bett. Alles klar, Lesu. Ciao. Ich glaube immer noch, dass es für mich anstrengender war als für dich. Ja, wir können verstehen. Auch ausmachen. Nö, ich gehe kurz auf Toilette und ich komme wieder. Warte ganz kurz, okay? Ja. Leute, stell dich den Wecker auf 3 Uhr morgens, alles klar. Fabi? Nein. Pfui. Pfui. Leute, das ist so krass, Mann, dieses Spiel. Das ist so heftig. Das ist einfach so heftig. Was nehme ich denn jetzt? Rec Room. Wollt ihr Rec Room sehen, Leute? Eins in den Chat oder einfach ignorieren. Was ist eins in den Chat? Wenn ihr Rec Room sehen wollt. Eins. Aber es ist halt einfach nur noch Gobby und Fabi da und ein bisschen Glatzenkrone, ein bisschen Andilo. Ein bisschen Glatzenkrone. Du musst schön. Ja nicht streamen, wir können ja auch so spielen. Ein bisschen traurig. Wollt ihr das noch sehen oder soll ich einfach ausmachen, Leute? Ich glaube, es ist halt einfach tatsächlich. Kennst du diesen Moment, wenn du auf einmal zusammenbrichst, dich nicht bewegen kannst und an nichts denkst? Nee, das kenne ich nicht. Ich kenne den Moment, dass man depressiv wird und nur weint. Lass laufen. Hey, heute ist Nikolaus und ich bin allein zu Hause. Jetzt kann ich keiner vorbeikommen. Dann bist du nie mehr allein. Das ist schon scheiße. Ich habe mir den Tag anders vorgestellt.
Ich hab sie mir anders vorgestellt. Wenn du nicht spielen willst, müssen wir nicht spielen. Doch, nein, es ist besser. Also, es ist gut, es lenkt mich ab. Sonst würde ich jetzt hier einfach nur rumsitzen und weinen wahrscheinlich. Nee, aber... Okay. Bin in 5 Minuten da. Ich muss jetzt mal ganz kurz mein Headset abnehmen. Ich höre dich mal ganz kurz nicht. Aber keinen tollen Lautsprecher. Aber mach mal bitte Ingame an, dass ich dich höre. Also in-game, dass sich alle hören in-game. Sonst führe ich immer so Selbstgespräche. Ups. Jetzt hast du die Brille kaputt gemacht. Wieso bin ich zu unscharf, Alter? Bist du unscharf? Bibliothek, Wack, boom. Vor einem Tag gespielt. Mach aber deinen Ton in an, weil ich mach jetzt hier aus dann. Die Startreform. Machst du in-game an? Hörst du mich überhaupt noch? Bestimmt bin ich schon wieder weg. Machst du, hallo? Hallo? Hörst du mich? Hallo? Mach mal in-game ich glaub, an. Ich bin echt weg. Also, dass man dein Mikro in-game hört. Ich okay, hab dich gut. Gestern so Bonnie? Ziemlich... Hallo? Hallo? Warte, ich schau mal gleich nach. Hallo? Nee. Nee. Seht ihr, was ich sehe? Wahrscheinlich nicht. Ah, jetzt höre ich dich. Spiel. Rec Room. Oh, ihr seht ja tatsächlich schon Rec Room, oder? Was mit Rec Room? Ja, ihr seht Rec Room. Ich muss mal kurz Rec Room resetten. Ah, es hat sich von allein resettet. Wie resetten? Du kannst die Ausrichtung resetten, wenn du die Oculus-Taste gedrückt hältst. Verstehe ich. Ja, ich weiß. Ich habe richtig hässliche Handschuhe, ich will die nicht haben. Stopp. Hä? Wie, du hast Handschuhe? Ich habe hier Handschuhe im Rec Room. Oh, ich habe schon wieder ein Paket bekommen. Ich entweite dich mal. Oh, 100 Tokens! Du kriegst die ganze Zeit Pakete, ich krieg gar nichts. Wieso kriege ich denn ständig Pakete? Ja, ich glaube, weil du noch neu in dem Spiel bist. Hier, Anfänger werden Support und so. Hallo! So, hast du mich eingeladen? Ich hab dich aus Versehen eingeladen, ich weiß gar nicht mehr nach. Nee, ist doch gut. Hey, wieso hab ich dir jetzt meine eine Hand geklärt? Warte, ich muss nochmal zu to join. Warte, ich lass dich nochmal. Alles gut, sorry. Ich muss mich ja umstylen. Das geht ja nicht, wenn du hier bist. Du musst dich nicht umstylen, hör mal auf. Ich will aber hier meinen Handschuh weg haben. Dann gehe ich jetzt einkaufen. Ja, der Scheiß hat, der hat hier einen Handschuh. Ich bin im Rec Center, wenn was ist. Das ist doch scheiße. Ja, okay, ich hab's ausgezogen. Mach bitte im Spielton an, sonst hören die dich nicht. Hä? Achso, ja, kann ich machen. People, Friends. Nur Items found. Gut. Ich kann dich nicht einladen. Gut. Ich bin jetzt eigentlich ganz schick gestylt. Gut, du hast irgendwas an. Ich kann gar nicht dir kommen. Yeah. It's all from Rec Room. Oh, it sounds like an arc sound. Wieso kannst du nicht herkommen? Ich verstehe, warum nicht. Ich kann nicht mehr schauen. Not yet, I will though. Ja. Okay, ich hab dir was gesehen. Gut, die haben das Sound Awards. Ah, ja. Ich kann den nicht joinen, Karl. It's a Mocha Java Edition. And, you know, like, when YouTubers play... Was hab ich denn jetzt gemacht? Ja, keine Ahnung. Kannst du mich irgendwie einladen? Ich kann dich, ja, kann ich. Aber hier ist, glaube ich, nicht so viel los wie bei dir. Ja, lad mich mal ein. Doch, hier sind wir. Ich versuche, dich einzuladen, ja. Renz, hier habe ich hier weiter. Guck mal. Ist im Chat irgendwas los? Da, 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 da
Bama! Kann man sich eine Rolex kaufen? Nein. What's up, dude? If I'm in America on Christmas. Somebody wants to... Okay, jetzt sollten wir weggehen. Mach mal Ton an. Ich hab doch Ton an. Ey, ich hör dich nicht. Can you hear Toda? Can anyone hear Toda? No. Geh mal weg, der nervt. Geh mal weg. Hört man dich im Spiel? Somebody wants to meet. Somebody wants me to know the world is not. Jemand kann voten, dass man ihn kickt. Ja, wie heißt er? Funny. Hey now, yeah, Rockstar. Get your game on. Da 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 da. Oh my god. Wait, don't leave me here. Toda, du redest gar nicht. Ja. Oh, hi there, Pixel. Mach mal Ton an. Wieso soll ich denn reden? Du hörst mich doch. Weil dann rede ich alleine. Ja, ich rede mit, wenn es notwendig ist. Die Leute denken, ich bin behindert. Ja, dann ist. Aber du musst ja auch nicht reden. Sir, how you got that haircut? Hier nimm. Oh, jetzt ist alle. Oh, it's new? Wait, it's new? So, lass mal gucken. Challenges. Weekly. Weekly. Where you go to get... Okay, here. Lass mal Paintball spielen. Lass mal Paintball spielen. Lass mal Paintball... Alter, halt mal die Fresse. Do you have to buy it? Ich kann nicht einfach weiter. Maya, where you got to get it? Maya, hallo Party. Maya, Maya, Paintball. Maya, Maya. Alter, das ist eine Nervensäge. Team Battle. So, wir spielen jetzt Paintball in der Ego-Perspektive, Leute. Das ist so, als würde ich hier ein Real-Life-Paintball spielen, nur dass ich auf meinem Arsch sitze. Ey, das ist ja wie Splatoon. Ja. Bist du ein Gegner oder ein Verbündeter? Where are you? Ah, rotes Team. Hi. Let's go. Hey, hey, hey. Wow, wow, you guys are just hiding. Scared. Okay, let's go, Splatoon, aber. Ja, Ready Fire ist auf. Hey, der ist. Du musst blau. Blau. Okay, ich attackiere blau. Ich attackiere blau. Ja. Blau. Du kannst spinnen, ne? Das ist so geil in VR, Leute. Wo ist die Splatoon? Hi. Es gibt okay. Sogar so eine Art Boss in VR. Nein, ich bin unerfahren. Was? 5, 4, 3, 2, 1. Okay, Game over. Okay, wir haben gewonnen. Haben wir gewonnen? Good game. Ich glaube, wir haben gewonnen. Hey, das Kane war Samir, gell? Woo! 24 kills! Oh yeah! Who won it? You must join my team! Oh! Beer. It was so great! I'm the good one in the game. Wonderful! I got 24! Woo! Okay. Oh, ich hab eine gelbe Weste. Hä? Wie bist du? Wie hast du das gemacht? Ich hab einfach eine Kiste aufgemacht. Oh, what the hell is good? Hab ich die jetzt an? Nee, ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Du hast nur deinen Anzug an. Hä? Hab ich die weggeworfen? Als ob du einfach Zeug hast, was ich. Oh, die Map ist cool, die kenne ich. Die hab ich schon mal gespielt. Ready to start. Was, Fabi? Gut, du Fabi, du kannst die Brille auch für die PlayStation kaufen. Da gibt's auch dieses Spiel. Ich glaube, es gibt Crossplay.
Ich bin mir aber nicht sicher. Guck mal, hier kannst du dir 2 kaufen für Tokens. Guck mal. Du kannst dir Icons kaufen. Ich hab vor allen Dingen 500 Tokens. Ich, ja, kauf dir aber nicht das, das sieht falsch aus. Ich mag das gar nicht. Ja, nee. Ich kaufe mir einen neuen Anzug oder so. So einen schönen Anzug. Lass mal das gleiche Team gehen. Okay, du bist einfach Team Blau gejoint. Hey, ich hab gar nichts. Ready to start. Ja, nee, ich geh zum roten Team. So. Was? Wir spielen gegeneinander. Ja, ist okay. Du bist schon Level 4, aber ich bin jetzt Level 10. Wie, du bist Level 10 schon? Du bist Level 9. Ja, fast Level 10. Team Battle. Du, ich muss dich jetzt abschießen, ne? Ja, mach das mal. Ich wirst doch nicht schaffen. Ey, take the weapon. Okay, nice. Shake the weapon. Let's kill some people. Killerspiele. Oh, what's this? Oh, grenades. Nice. Killerspiele. Oh, nee, sowas darfst du nicht spielen. Was? Killerspiele, sowas darfst du nicht spielen. Oh, oh. Leute, ich muss mich eigentlich auch ducken und so, ne? Das geht aber nicht, weil ich sitze. Du Scheiße. Hi. Nein, was? Du mich denn jetzt... War hinter dir, Alter. Oh, ich bin gejoint. Ich glaube, dein Team hat gewonnen. Nee. Das ist so richtig Platoon. Ja. Alter! Ihr habt wahrscheinlich schon, was ich, wie viel Kills. Ja, ich hab schon 3. Ich hab 0. Gut, da hinten spawnst du wieder. Okay, der ist despawned, der ist aber gewettet, der hat gebockt. Okay, ich bin tot. Bin tot. Ach, der bewegt, der ist ja cheating, der bewegt sich. Ich glaube, das ist anscheinend besser. Das ist ja voll cheating. Ich kann nicht snipen. Okay, der ist down. Hi, Bauni, na, was geht? Bist du da hinten? Ja. Oh, das Auto. Ja, ja. Ja, ja. Alter. Alter, die Musik, Alter, ist der besten hier, Alter. Alter, hier ist Spawn, ich hab gar nicht gesagt. Oh, hier ist ein Spawn-Tablet. Okay, der ist down. Oh, ich hab das einfach. Was? Gut, der war einfach hinter mir. Mann, okay, ich komm. Es gibt auch Sniper anscheinend. Aber ich weiß nicht, wo er mit dem Ding. Gut, der eigene Teammate steht auf mich. Okay, jetzt hab ich einen Sniper. Sniper. Ah, nee, ich hab ein Sturmgewehr. Ah, das ist die Farmer. Sniper auch nicht. Oh, yes, kacke. Ich hab dich. Ja, die anderen haben mich aber auch gekillt. Die waren neben mir. Ich hab keine Chance. Hä? Wie geht's denn hier weiter? Nein! Wer hat mich denn jetzt abgeschossen? Du, Mauli, du bist fast selbst abgeschossen. Ich hab auch nur eine Piste, was soll ich denn damit machen? Es gibt auch Granatenwerfer, hier, Dings. Gut, die haben alles, alle OP-Waffen. Ja, ich find die Sachen aber nicht. Liegen hier einfach rum. Ja, ich bin zu dumm zu finden. Ich meine, die Gegner finden die alle, aber ich. Okay, ich habe das Sniper gefunden. Alter, wieso kann der so gut zielen? Ich habe das Sniper. Jeez. Sniper! Hä? Da war doch ein Gegner. Ey, ich hab den doch getroffen. Ihr habt meine Waffe gefunden. Oh, ich hab ne geile Waffe jetzt. Hey, die sterben hier seit vor meinem Gesicht. Ich hab das Sniper, also pass auf, Alter. Mann, das ist. Wie, du hast ne Sniper? Ja, besser ist das, Pony. Oh, ich bin tot, scheiße. Du bist tot, der. Die Sniper sind ganz geil. Ja, er hat jetzt die Sniper. Ja, ich hole mir die zurück, Alter. Meine Sniper. Ach was? Da war eine Granate.
Ja, ich hab die Sniper. Leute, man schießt hier wirklich so freihändig. Man kann gar nicht so zielen, ne, weil es kein Fadenkreuz gibt, sondern ihr müsst halt die Waffe irgendwo hinhalten. Hier, guck mal. Bitte, dass ich kann halt auch so machen und mir selbst die Fresse schießen. Ja, mach das mal. Da helfen wir dir. Nee, es gibt keinen Friendly Fire. Sniper ist gerade vor meinem Gesicht explodiert. Alter, die können ganz schön gut zielen. Ja, der hat einen Sniper, ich glaube. Ey, wieso sind die denn? Die liegen noch. Du hast doch gesagt, die liegen hier unten, ne? Die Schmeiker. Er will die Gegner. Alter! Gut, die sind aber alle gestorben. An meinen Teammates. Da oben ist noch einer, gut, der ist auch. Deine Teammates sind voll gut. Check your notification. Ich hab eine Freundesanfrage geschaut. Ich auch! Hallo! Hallo, mein Freund! Hallo, mein Freund! So, jetzt hat es hier Sturm gewährt, ne? Alter! Jetzt hat es gerade einfach. Alter! Was passiert? Alles schick? Nein! Oh, ich kann sogar Granaten werfen. Hä? Ich wurde von irgendwen getötet. Von mir? Ich wurde von irgendwen getötet. Ich auch. Aber ich habe aber niemanden gesehen, der mich hätte getötet hätte können. Schade. Es ist nicht gut, wenn wir sitzen, weil wir haben wir eher. Oder ist das das Wort da? Keine Ahnung. Ja, ich hab den letzten Kill gehabt. Good game. Ich hab gewonnen. Bang. Oh, ja, was? Ich hab nur 3 Hits. I hope it makes you just feel happy that. Fucking. Lass mal jetzt was anderes spielen. Das ist. Das ist. Dann spielen wir. Yes. Hey, ich hab einen Invite bekommen, aber das mach ich nicht, ne? Nö, mach mal. Yeah, warte, wie sehe ich meine Stats irgendwo? Ja, 6 Hits, 9 Outs. Gut. Ey, das Spiel startet, ne? Ja, lass rausgehen, schnell. Ja, ich bin rausgelaufen. Complete the Island Blair Blair Quest. Island, das wäre so eine Ego-Dings-Mission. Lass aber mal machen. Das sind deine Missionen, oder? Oder was machst du da für eine? Weekly. Muss ich die Augen machen? Ready to start. Ja. Ja, du bist schon allein im Game, ne? Ja, ich gehe raus. Complete the Golden Trophy Quest? Nee, das erste. Eliminate 5 opponents in a wreck world. Das erste, Complete the Eyeless Lost Skull. Ich habe meine Party. Island Lost Skull! Ist noch in meiner Party? Nein, bist du nicht. Du bist jetzt alleine, oder? Hallo, Ronny? Ich gehe ins Wreck Center. Ich weiß nicht. Ich bin Isel auf Lost Skull. Bin jetzt reingegangen. Wie lad mich mal ein. Kannst du mir nachschreiben? Lad mich mal ein. So, da sind wir schon. Ne, wir sind schon zu viert. Warte, ich muss rausgehen. Nein, ich geh raus. Stopp. Okay, geh aber woanders rein und lad mich ein. Ja, ich geh jetzt zu dir, ich komme jetzt zu dir und dann lade ich dich erstmal eine Party ein und dann weiter. Hurensohn. Ich bin immer pretend, like I know what that means. So, oh, yeah. I understand. Alter, habe ich viele Yes, this gay is made out of gay. Hello, Mr. Kommst du zu mir? Wo bist du? Ich hab dich eingeladen. Ich hab dich in meine Hood eingeladen. Oben in der Tür. Los! Du hast ein Paket. Okay, ist weg. Da war eben ganz kurz ein Paket. Hier, komm her. Hallo. Hallo, so. Eislauf Lost School. Wie funktioniert das? Das ist genauso wie Golden Trophy. Okay.
PvE, Player vs. Enemies. Und vierer Player Team. Das ist nur ein bisschen piratischer. Du musst noch hierherkommen. Wo muss ich hin? Ich hab den Invite bestimmt. Mal, willst du ein bisschen Alkohol haben? Ja, ready to start. Hier, Alkohol. Ja. Dann kommt die halt Option, wenn man Lieder einsendet. Achso, kann ich ja theoretisch machen auf Twitch, ne? Hier, Alkohol. Wir müssen trinken, Alter. Hier, eine Karte, Alter. Okay, wir müssen trinken. Gut, wir machen alles kaputt. Hier, nimm. Okay, ich hab alles kaputt. Gibt's hier nicht noch was? Guck mal, hier kannst du mit Ingame-Geld hier Zeug kaufen. Wie kostet denn das? 800 Gold, 3200. Okay, das ist schon. Hier kann ich auch Tränke kaufen. Wo gibt's denn hier? Look out! It's a ghost! Wollen wir einfach das Spiel starten oder zweites doof, ne? Aber ja, wir können ja trotzdem versuchen, oder? Jetzt sind die Waffen, die wir begegnen werden. Hier so. Sowas. Ne, es kommt Shrek, kommt jetzt noch da. Shrek, press the start button on the scoreboard to play. Ah, guck mal. Hi, Shrek. Hi, Shrek. Gut, er schreibt. Er macht so hier. Gut, wollen wir starten? Oh, er trinkt. Ne, okay. Ja, aber mach mal deinen Ton an. Ja, ich muss doch nicht reden, wenn ich das noch ganz brauche. Doch. Ja, also okay, die Leute wollen hören, wenn ich mit dir rede. Ja. Ja. Dann hören die wenigstens dich auch. Game on! Ja, ich kann reden, wenn es wichtig ist, ja, aber ich finde. Ich hab meinen Ton an. Aber ich so, my friend. Ich glaube, das ist meine Waffe. Hier, willst du haben? Gut, er kennt sich gerade aus. Okay. Er weiß. Okay, er hat schon eine Waffe. Hier, Schatz vor. Hier, nimm. Der hat eine Waffe. Ich hab keine Waffe. Der hat. Nee. Gut, der hat noch eine Schatz vor. Nee. Hey, die haben gar nicht. Haben wir eine Waffe irgendwo? Ah, hier ist eine Waffe. Besen, Alla. Alla, komm her. Hier, die Waffen zerbrechen, ne? Wie in Zelda Breath of the Wild. Pass ist hier irgendwo noch ein Schwert? Hier ist ein Schwert. Ja. Pass auf, Ronny, die Waffen zerbrechen, ne? Wie in Breath of the Wild. Der ist der Hild. Tödlich. Okay, meine Waffe zerbricht gleich. Ich nehme mir eine neue. Okay, gut, hier ist nichts weiter. Hä? Wir müssen jetzt hier weiter, oder? Ne, hier. Hä? Gut, hier. Ah, hier ist ein Gefängnis hier. Hier, da ist ein Gegner. Achtung! Hier an. Oh, hier kommt mehr. Hinter dir! Oh, hier. Gut. So. Was habe ich geschlagen? Bin ich sicher? Ich habe irgendwas geschlagen. Oh, ich weiß, was ich geschlagen habe. Ich habe alles gut gemacht. Oh, hier ist Wasser. Ja, ich habe ein Glas geschlagen. Das ist noch ein Ding. Wir müssen das ganze Ding beenden, ne? Es sind noch Gegner hier. Da sind noch Gegner. Das geht weiter. Oh, ja, ich höre Gegner. Oh, da kommen sie. Da kommen andere. Down. Ja, die sind da.
Waffe ist gleich kaputt. Ah, ich hab keine Waffe mehr. Ich hab auch noch wenig. Ah, danke. Warte, hier, komm her. Alter, ich hab grad, glaube ich, auf mein Mikrofon geschlagen. danke, Fabi, für die 300. Sorry, dass ich das nicht gelesen habe. Da oben ist noch eine Schatztruhe, warte. Das ist immer voll schwierig. Ey, die Bratpfanne ist krass, weil die ist unsterblich. Ernsthaft? Da ist noch eine Bratpfanne. Warte, ich hol mir die auch. Da liegt hier noch ein Schwert. Guck mal, hier liegt noch ein Schwert. Aber die Bratpfanne ist unzerstörbar. Du hast sie getötet. Hä? Ich hab ihn getötet, ups. Sorry. Komm, wir will eine Waffe. Hier eine Waffe. Bratpfannenparty. Er will jetzt die Bratpfanne? Hey, es geht nicht in das Schwert in der Luft. Es geht nicht weiter. Gut, wir haben alles zerstört. Ich glaube, irgendwo sind noch Gegner. Hier ist das Schwert in der Luft bei mir. Bei mir ist es. Da ist ja, er irgendwo. Ich geh mal erkunden. Ich glaube, hier ist noch irgendwo ein Gegner. Hier ist noch ein Besen, hier ist eine Waffe. Hier ist auch noch ein Schwert. Gerade nicht. Wie geht's weiter? Müssen wir jetzt noch Gegner besiegen? Hier ist nichts. Irgendwo muss noch was sein. Ich komm mal mit. Ich erkunde jetzt. Ne, hier haben wir eben erst weitergemacht. Hier sein. Muss hier weitergehen. Oder wir haben es verbuggt, das Game. Oder wo bist du eigentlich gerade? Ganz am Anfang. Gut, du bist wieder am Anfang. Hä, wo geht ihr? Wo seid ihr denn? Ich bin jetzt wieder bei dir. Ja, der andere ist jetzt gut. Ich höre ja auch noch Sounds. Oder ist es normal? Where's the other guy? Da ist der andere Typ. Hallo. Vielleicht geht's nicht weiter, weil ich eine Bratpfanne in der Hand habe. Hey, nee, das ist doch nicht weit der Grund. Ey, Schwert. Ja. Hey, kann man das Schwert hier reparieren? Nee. Und das Gold? Jeder hat einen. Du musst herkommen, komm her. Okay, check's auch nicht. Oh, wir müssen einfach nur interagieren. Was müssen wir? Aufdrücken. Lol. Boah, wir sind solche Idioten. Checkpoint erreicht. Ich bin bereit, Alter. Davon gehe ich davon rechts. Okay, er ist K.O. Hinter dir! Boah, ich hab gewonnen. Okay, der ist schon beim nächsten Level. Ich geh nach vorne. Okay, der Ich
Okay, ich bin der Letzte in der Nähe. Scheiße, Mann, ich bin oben. Also, du bist tot und bist oben. Komm zu dir. But I guess I am too. But then everybody would if they were stuck here on Earth with you. Yeah, yeah. Wo ist er denn? Ah, da ist er. Wo, der nimmt sie alles in den ganzen. Oh, ich bin violett. Ich glaube, ich muss das Spiel stehen, wie er spielt. Das ist viel angenehmer. Wo laufen wir eigentlich gerade hin? Hier lang. Hier, hier ist er. Ihr seid tot, oder? Ja, ja, ich bin tot. Du bist wieder in der Aula. Wir sind meist die letzte zu dir runter. Dann hier ist sonst alles frei. Wir sind bewaffnet und gefährlich. Wir sind bewaffnet und gefährlich. Ich hab nur noch einen halben Stock. Ja, komm her. Hilf uns. Wenn die tot sind. Geräusche. Ich baue eine Waffe. Ich komm gleich. Der steigt gerade auf. Mann, jetzt komm. Ah, da bist du. Moin. Guck mal, ihr habt Waffen, ich hab nichts. Ich hab mich selbst getötet, glaube ich. Ich glaub auch. Ich hab mich mit so einer Flasche selbst getötet. Hier, mit TNT-Fass aus Minecraft. Hier ist Gegner. Alle getötet. Ne, doch nicht. Hä? Okay. Ich hab was gesehen. Nein, 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 da geht's runter. Da kommen wir her. Wir müssen hier oben weiter. Okay. Ich hab keine Waffe geguckt. Oh Gott, da sind ja 1000 Gegner. Keine Waffe. Ihr müsst vorgehen. Das war das. I need a weapon. Come. Oh, that's a good one. Is that boss? No. Oh, you have to turn the party into that. What's that? I'm going to go. I'm going to go. Good, you're just going to go. I'm going to go. I'm going to go. Beide tot. Gut! Wir sind beide mal nebeneinander. Die nächste Waffe. Diese Waffe ist gefährlich. Out! Scheiße, Mann. Oh, er kommt. Er macht Speed und Waffe. Scheiße! Alles gut.
ich keine Waffe mehr. Och nö. I think they'll just leave, cause we got so far. Wir haben alles verloren. Du hast eine Box okay, bekommen. Bye. Du hast eine Box bekommen, wir nicht. Oh. Gut, was nicht bekommen. Ready to start. Ich will nicht spielen. Noch eine Box. Oh, Anzug. Ey, wieso kriegst du denn irgendwelche Sachen? Die habe ich gar nicht. Oha, ich bin mich voll gemacht. So, ich werde ausmachen jetzt. Oh, Leute. Alter, ich habe richtig so Bluterguss am Kopf. Was machst du denn da? Ich habe so einen richtigen Bluterguss am Kopf. Du bist am Spiel richtig wieder Yoga machen. Ich werde sterben. Alter, ich habe richtig Blutergüsse. Ich glaube, die Brille war ein bisschen zu stark. Was ist das für ein Spiel? Das ist VR mit Brille. Und ich glaube, die war ein bisschen zu fest an meinem Kopf. Jetzt habe ich so Bluterguss. Seht ihr das? Alter. Ich muss nur mal schauen. Ich beende das Spiel auch mal. Ich glaube, ich sterbe. Warte, lass mich schauen. Sieht aus wie zusammengeschlagen, Leute. Warte, lass mich schauen. Nicht nochmal Bomben entschärfen. Nein. Bomben entschärfen war aber lustig. Schau dir meinen Kopf an, Alter. Alter, holy shit, was ist da? Was Scheiße, Mann, ich hab das zu dicht, ich hab das zu hart dran gemacht. Okay, das ist nicht gut eigentlich. Scheiße, was mach ich denn jetzt? Ich kann so nicht montags zur Arbeit gehen. Einfach Wasser ein bisschen aufmachen? Ich werde jetzt einfach die Wohnung nicht mehr verlassen. Die nächste Kaltes Zeit. Wasser aufmachen. Ich hab das gar nicht gemerkt. Wieso sagt mir keiner, dass ich sterbe? Mach einen kalten Waschlappen drauf, das hilft, das war ein Wunder, sag ich dir. Weißt du, was ich vorhin geschlagen habe? Nee, ich weiß nicht, was du geschlagen hast. Ein Löffel von der Schüssel, die hier noch steht. Wir haben schon... Warte mal. Ich habe meine... Ich habe, glaube ich, mein Dings fast kaputt gemacht. Du hast dein Mikro kaputt gemacht? Ja, ich habe mein Mikro geschlagen, dann habe ich einmal den Schrank geschlagen. Gut, du hast deinen Schrank geschlagen. Wir haben schon Samstag, Leute. Echt? Ist das schon 0 Uhr? Ich hab meinen Nikolaus mit euch beiden verbracht. Gut, Fabi ist jetzt zu. Ich hatte ursprünglich geplant, ins Kino zu gehen heute. Dass die Spiele so scheiße aussehen. Es gibt auch gute Spiele für die VR. Ich zeig euch nächstes Mal Star Wars. Da hast du richtig ein Laserschwert und kannst es wirklich so bewegen. Und wirklich auf die Höhe, wo du es hast. Ist es auch im Spiel 1:1. Nicht so wie bei der Switch und so. Oder bei anderen Spielen, wo du dann einfach nur so ungefähr Steuerung hast. Aber ich muss jetzt erstmal hier meinen Blutakkus heilen. Ich bin erstmal raus, Leute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr habt Nikolaus nicht allein verbracht. Ciao.